Als Kind bin ich mit, nun sagen wir, sehr nachlässigen Eltern aufgewachsen. Im schlimmsten Fall richtete Vater sein Geschrei und seine Fäuste gegen mich, aber ich lernte schnell, wie ich das vermeiden konnte. Meine Mutter war dabei jedoch keine große Hilfe. Sie rauchte meist einfach nur in der Küche und schrie wiederum Vater an, wo er so lange geblieben war. Damals wohnten wir praktisch mitten im Nirgendwo. Die nächsten Nachbarn waren für einen Sechsjährigen meilenweit entfernt und zwischen unseren Häusern befanden sich sogar einige Bäume. Es gab also niemanden, den man um Hilfe bitten konnte. Ich war jedenfalls ziemlich klein für ein Kind in meinem Alter und ich lernte, dass ich so ziemlich überall hineinpassen konnte. In den Kleiderschrank, in den Trockner. Ich glaube, ich habe mich sogar einmal unter meinen Futon geklemmt, dass ich gerade so noch Luft bekam, aber niemand mich sehen konnte. Ich war ein Meister im Verstecken, aber nicht aus einem guten Grund. Eines Nachts beschloss ich jedoch etwas anderes zu tun. An Dads Geschrei konnte ich ausmachen, dass er wütend war und sich kurz davor befand, gewalttätig zu werden. Mom war dabei auch keine Hilfe. Sie fachte das Inferno nur noch mehr mit ihrem Gemecker an. Mir wurde also schnell bewusst, dass ich diesmal ein gutes Versteck finden musste. Die Idee dazu kam mir schon ein paar Tage zuvor, als ich bemerkte, dass das Gitter, das die untere Hälfte der Veranda verdeckte, ein Loch hatte. Wahrscheinlich war es nicht groß genug für einen ausgewachsenen Mann, aber für einen mageren, kleinen Sechsjährigen war es kein Problem. Also wickelte ich mich in meine Decke, schnappte mir mein Nilpferd-Kuscheltier, kletterte aus dem Fenster und rannte in den Hinterhof. Mitten im Herbst. Draußen waren es kaum 4 Grad und die Temperatur sank stetig. Ich kroch unter die Veranda. Ich schürfte mir dabei zwar die Ellenbogen auf und hatte direkt einige Splitter in meinen Handflächen, aber ich passte hinein. Im Vergleich zu den meisten meiner Verstecke war es ziemlich geräumig. Zwar konnte ich mich nicht ganz aufsetzen, aber hatte genug Platz, um meine Arme und Beine auszustrecken. Natürlich war ich auch voller Dreck. Ein paar Tage zuvor hatte es geregnet, weshalb die Erde noch etwas nass war. Ich wickelte mich kurzerhand mit meiner Decke ein, so gut ich konnte, und versuchte für die Nacht wieder einzuschlafen. Schon bald klapperten aber meine Zähne trotz Decke und Kuscheltier so stark, dass ich kaum richtig atmen konnte. Ich wollte jedoch nicht wieder hineingehen, denn ich wusste, dass, wenn mein Vater mich erwischen würde, ich die Tracht Prügel meines Lebens bekam. Also musste ich es aushalten. Schatz, ist dir kalt? Die Stimme war nicht die meiner Mutter, die vom vielen Rauchen und Kreischen bereits kratzig und rau war. Sie war süß, fast wie Honig. Ich drehte mich um und sah den schemenhaften Umriss einer Frau, die neben mir auf dem Bauch lag. Sie trug eine hübsche Schmetterlingshalskette und war genauso dreckig wie ich. Ich nickte, ohne mich zu fragen, wie sie dort unbemerkt herunterklettern konnte. Die Frau kroch nach vorne, schlang ihre Arme um mich und plötzlich wurde mir warm, als säße ich direkt neben einem Lagerfeuer. Ich kuschelte mich in ihre Arme. Der Schlamm machte mir nichts aus, schließlich waren wir beide schmutzig. Du bist groß geworden, sagte die Frau und betrachtete mein Gesicht. Wie alt bist du denn jetzt, Alex? 6, antwortete ich. Kannte ich diese Frau? Falls ja, wusste ich nicht mehr, woher. 6? Die Frau schnappte nach Luft. Du bist also schon fast erwachsen. Ich bin so glücklich. Sie seufzte wohlig und streichelte mein Haar. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben so wohl gefühlt. Wie heißt du? Fragte ich. Sie lächelte. Ich konnte es in ihrer Stimme hören. Ich bin Lily. Was machst du denn am liebsten? Ich musste einen Moment nachdenken. Ich mag Brettspiele und Malen. Lily gluckste. Da geht es mir ähnlich. Ich konnte nie genug von Scrabble bekommen. Aber ich schätze, du bist noch zu jung, um das zu spielen, hm? Ich nickte. Jede Menge Wörter. Ich will es aber spielen. Ich mag die Steine. Würdest du es mit mir mal spielen? Ich hörte, wie Lily scharf einatmete. Ich glaube, ich kann nicht. Dein Daddy hat mich hier eingesperrt und ich kann nicht weg, aber... Sie dachte eine Sekunde lang nach. Alex, könntest du mir einen Gefallen tun? Natürlich! Diese Frau war so nett. Warum sollte ich ihr keinen Gefallen tun? Wenn du morgen früh aufwachst, gehst du zur Polizeiwache. Frag nach einem Beamten namens Lowell Joyce. Sag ihm, wo er mich finden kann, okay? Unter deiner Veranda. Er wird kommen und mich holen, okay? Und dann können wir vielleicht ein bisschen Scrabble spielen.
Ich war wegen der Möglichkeit, Scrabble zu spielen, zu sehr aufgeregt, um das Stocken von Lillys Stimme am Ende zu bemerken. Ich nickte eifrig. Das mache ich. Wir können doch im selben Team sein, oder? Lilly lachte leise. Ich werde dir helfen und dir die Regeln erklären. Gute Nacht, Alex. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hörte ich wieder Lillys Stimme. Geh jetzt. Dein Vater ist zur Arbeit gegangen. Ich sage dir, wie du zur Polizeiwache kommst. Ich rieb mir die Augen, kroch unter der Veranda hervor und ging ins Haus, um meine Schuhe und meinen Mantel zu holen. Ich fröstelte in der eisigen Kälte, aber ich dachte, dass Lilly direkt hinter mir war. Nachdem ich meine Schuhe und meinen Mantel angezogen hatte, begann ich zu laufen. Es war weiter, als das Nachbarhaus entfernt war. Ich kann mich jedoch nicht genau erinnern, wie lange es bis zur Polizeiwache dauerte, obwohl ich mich frage, warum niemand angehalten hatte, um nachzusehen, was zum Teufel ein Sechsjähriger in einem schmutzigen Schlafanzug am Straßenrand zu suchen hatte. Lilly lotste mich weiter. Warte, okay, überquere jetzt die Straße. Biege rechts ab. Los weiter, du hast es fast geschafft. Als ich die Polizeiwache betrat, brach ich vor Erschöpfung fast zusammen. Die Jungs, die draußen plauderten und sich amüsierten, sahen mich erst, als ich schon fast an der Rezeption angekommen war. Wow, Junge, bist du okay? Einer der Beamten kniete sich auf meine Höhe und machte große Augen. Ich nickte. Mir geht's gut. Kann ich mit Lowell Joyce sprechen? Fragte ich. Einer der anderen Beamten hob mich hoch. Sicher, Kleine, sicher. Bringen wir dich nur irgendwo hin, wo es warm ist. Verdammte Scheiße, deine Lippen sind ja komplett blau. Ich erinnerte mich, wie ich den Mann leise schimpfte, da er nicht auf seine Ausdrucksweise geachtet hatte. Scheiße war schließlich ein böses Wort. Ich bekam einen warmen Kakao und wurde in eine Decke eingewickelt, als sich ein alter Mann mit einem grauen Schnurrbart zu mir setzte. Hey Kleiner, ich bin Sheriff Joyce. Wie ist denn dein Name? Fragte er. Alex. Ich stellte meine Tasse ab und sah ihm direkt in die Augen. Ich soll dir sagen, dass Lilly unter der Veranda ist. Du musst sie rauslassen, damit wir Scrabble spielen können. Ich hatte noch nie gesehen, wie ein erwachsener Mann blass wurde. Zu diesem Punkt verschwammen viele Dinge miteinander. Ich erinnere mich, dass ich zu meinem Haus zurückgebracht wurde und dass dort eine Menge Polizeiautos und Menschen waren. Die hintere Veranda war von gelbem Absperrband umgeben und jemand brachte eine schwarze Tasche weg, während meinem Vater Handschellen angelegt wurden. Danach lebte ich bei meinen Großeltern, Sheriff Joyce und seiner Frau. Ich versuchte zu fragen, was passiert war und wer Lilly war, aber ich wurde immer abgewiesen. Ich war zu jung, um es zu erfahren. Aber das Leben wurde besser. Sehr viel besser. An den Wochenenden gingen wir manchmal ins Kino und er ließ mich dann die riesige Limonade trinken, obwohl ich daraufhin mitten im Film pinkeln musste. Als ich mit 13 Jahren fragte, ob ich Alkohol trinken dürfte, ließ er mich ein Bier probieren. Ich spuckte es aber kurzerhand aus und rührte es auch nie wieder an. Er verurteilte mich auch nie wegen meiner Liebe zu Kunst und ließ mich im Laufe der Jahre mehrmals mein eigenes Schlafzimmer streichen und bemalen. Ich fühlte mich in seiner Nähe sicher. Er hat auch nie Hand an mich gelegt. Großmutter war auch erstaunlich. Sie hat mich eine Woche lang zu Hause unterrichtet und mir Dinge beigebracht, die man in der Schule nicht lernt. Zum Beispiel, wie man andere respektiert, sich aber nicht von ihnen anpöbeln lässt. Und kochen. Sehr viel kochen. Als ich 12 war, konnte ich schon meinen eigenen Geburtstagskuchen backen. Aber normalerweise habe ich nur für meine Freunde gebacken. Ich hatte eine Menge von ihnen, nachdem ich von meinem Vater befreit war. Als ich 16 wurde, nahm ich Opa wieder mit zum Haus meines Vaters. Das ganze Haus wurde von Bulldozern niedergerissen, aber ich konnte noch immer das gelbe Band sehen, das um ein paar Bäume gewickelt war. Es war blass und zerrissen. Wir saßen zusammen auf der Ladefläche seines Trucks. Er öffnete ein Bier und trank die Hälfte davon, bevor er es abstellte und mir eine Orangenlimonade reichte. Nachdem ich sie getrunken hatte, sagte er zu mir, Lilly war deine Mutter. Gut, dass er es mir nicht gesagt hatte, während ich trank, sonst wäre es mir wahrscheinlich aus der Nase gelaufen. Meine Mutter? Fragte ich verwirrt. Ja, deine richtige Mutter. Die Frau, die bei deinem Vater gewohnt hat, war nicht deine Mutter. Mein Großvater griff nach einem weiteren Bier. Lilly war meine Tochter. Ich habe sie so sehr geliebt. Aber als du etwa 6 Monate alt warst, ist sie einfach verschwunden. Mir wurde flau im Magen. Vater hat sie einfach unter der Veranda eingesperrt? Fragte ich und mir wurde schlecht. Großvater holte tief Luft, bevor er sein ungeöffnetes Bier abstellte.
Das ist etwas, das ich nie verstanden habe. Lily hat dir gesagt, dass du mich finden sollst und dass sie Scrabble liebt. Ja, sie hat mich in dieser Nacht warm gehalten. Ich wäre wahrscheinlich erfroren, wenn sie nicht da gewesen wäre. Ich war ein dummes Kind, das wusste sogar ich. Großvater wurde mucksmäuschenstill, bevor er das Bier öffnete und das ganze Ding hinunterkippte. Alex, Lily war die ganze Zeit, in der sie weg war, tot gewesen. Als wir sie ausgruben, bestand sie nur noch aus Knochen. Experten haben das bestätigt und dein Vater hat gestanden, was passiert ist. Sie hatten sich gestritten und er hat sie die Treppe runtergeworfen und dabei hat sie sich das Genick gebrochen. Er ballte seine Fäuste zusammen. Ich wusste, dass er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hatte, aber ich hatte nie einen Beweis. Bis du zu mir aufs Revier kamst, dreckverschmiert und mir sagtest, sie sei unter der Veranda. Ich war fassungslos. Ich konnte nicht atmen. Ich konnte nur den Kopf schütteln. Aber ich habe sie gesehen. Sie war am Leben. Sie hatte diese Schmetterlingshalskette. Ich unterbrach meinen Satz, als Opa eine Tüte mit Beweismitteln aus seiner Tasche zog. Es war genau dieselbe Schmetterlingshalskette. Sie war verrostet und Teile der Farben waren abgeplatzt, aber ich erinnerte mich genauso deutlich daran wie an Lillys Stimme. Großvater holte zittrig Luft, als er mir die Tüte in die Hand drückte. Lily hat dich so sehr geliebt. Das ist der Grund, warum sie bei diesem Bastard geblieben ist. Du warst ihre ganze Welt. Sie machte ständig Fotos und schickte sie uns mit der Post. Manchmal kann die Liebe einer Mutter Dinge bewirken, die kein Mensch tun kann. Meine Augen füllten sich mit Tränen, während ich die Kette an meine Brust drückte. Schluchzend lehnte ich mich an Großvater. Er hielt mich fest und ich schwöre, ich spürte, wie ein paar seiner Tränen auf meinem Kopf landeten. Und für einen kurzen Moment spürte ich dieselbe wärmende Liebe, die ich in jener Nacht unter der Veranda empfunden hatte. Erst einmal ein wenig Hintergrundwissen für dich. Ich saß eine 15-jährige Haftstrafe in einem Gefängnis im Süden von Arizona ab. Weshalb ich dort war, ist aber nicht wichtig. Während meines Aufenthalts geschahen dort zahllose Dinge, die niemand erklären konnte und noch weitere, von denen niemand etwas wissen wollte. Alles begann mit dieser Gefängnislegende. Angeblich geschah vor Jahren etwas Schreckliches und Unerklärliches dort. Jeden Morgen wurden die Insassen geweckt und sollten sich vor ihre Zellen stellen, während die Wärter visuell bestätigten, dass alle anwesend waren und sich gemeldet hatten. Etwa ein Jahr bevor ich dorthin geschickt wurde, geschah bei einer dieser Routinen etwas Brutales und Merkwürdiges. Ein Mann, der eine Zelle für sich alleine hatte, sah bei dieser Kontrolle ziemlich abwesend aus. Als ein Wärter einen anderen Wärter hinzuholte, um ihm bei der Kontrolle zu helfen, stellten sie fest, dass es sich gar nicht um den erwarteten Gefangenen handelte. Es war ein völlig anderer Mann. Er trug jedoch die Haut des anderen Mannes. Locker sitzend, über ihn drapiert, sah er offenbar wie ein echtes Monster aus. Das Unheimlichste war jedoch, dass der Mann, der die Haut trug, kein Häftling war. Sie hatten keine Ahnung, wie er überhaupt ins Gefängnis, geschweige denn in diese Zelle gekommen war. Noch schlimmer, sie konnten nicht herausfinden, wer er überhaupt war. Er war nirgendwo dokumentiert. Und das Allerschlimmste war, dass man nicht einmal die Leiche des Mannes finden konnte, dessen Haut er trug. Ziemlich grausam, ich weiß. Mir ist klar, dass das nicht die übliche Definition eines Skinwalkers ist, aber so nannten ihn die Leute im Gefängnis. Den Skinwalker. Es hat auch nicht geholfen, dass der Kerl angeblich nie gesprochen hat. Jedenfalls hat das den ganzen Skinwalker-Aberglauben unter den Häftlingen ausgelöst. Anscheinend wurde der Typ etwa einen Monat nach dem Vorfall an einen anderen Ort verlegt und so ziemlich jeder fühlte sich dadurch besser. Ich hörte die Geschichte schon am zweiten Tag meines Aufenthalts. Eine tolle Geschichte, die man hören sollte, um sie in absehbarer Zeit zu Hause zu erzählen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Sicher,
Der Typ war der Skinwalker. Aber alles, was er auf lange Sicht tat, war einen alten Navajo-Insassen dazu zu bringen, allen von echten Skinwalkern zu erzählen. Es schien, als würde sich ein großer Teil der Gefängniskultur tatsächlich um sie drehen. Offenbar ist es schwierig, Skinwalker auf Anhieb zu erkennen, aber wenn man es schafft, länger als 1 oder 2 Minuten in ihrer Nähe zu überleben, kann fast jeder feststellen, dass etwas an ihren Eigenheiten nicht stimmt. Sie können die menschliche Sprache nachahmen, aber nicht wiedergeben. Sie zucken manisch, haben einen unnatürlichen Gang beim Gehen. Aber anscheinend werden sie mit der Zeit besser. Der alte Navajo-Mann namens Carl sagte, er sei sich sicher, dass sich unter den Gefangenen ein Echter befinden würde. Er hat uns im Laufe der Jahre langsam abgeholt. Irgendwann nannte er es den Grandmaster Skinwalker. Anscheinend war er der Meinung, dass er die menschlichen Verhaltensweisen so gut beherrschte, dass man 1 oder 2 Tage lang nicht einmal erkennen konnte, ob es sich um den eigenen Zellengenossen handelte oder nicht. Eines Nachts meinte er, er müsse noch besser sein. Er hätte erwartet, dass ein Skinwalker jede Gelegenheit zum Töten ergreifen würde, aber dieses Exemplar hatte erkannt, dass Menschen ihn nicht erkennen konnten, die er töten wollte, und hat, wie Carl es annahm, jahrelang gekonnt abgewartet. Viele fanden das lustig, aber andere waren wirklich genervt davon. Ab und zu rasten Insassen in Gefängnissen aus. Manchmal findet man einen Zellengenossen vor seinem eigenen Bett und seinem Hosenbein um den Hals baumeln. Manchmal kann man es wohl einfach nicht mehr ertragen. Aber in unserem Block neigten die Leute dazu, auf eine ganz andere Weise auszuflippen. Es war keine Revolte beim Abendessen oder ein stiller Selbstmord in der Nacht. Die Leute haben einfach aufgehört zu reden. Sie beugten sich vor und schlurften umher. Jegliche Freundschaften, die sie hatten, waren dann nicht mehr von Bedeutung. In unserer Freizeit verwandelten sie sich in Einzelgänger, die Haare vorm Gesicht hängt. Niemand sprach gerne darüber und wenn sie es taten, würde es ihnen als nächstes passieren. Mir ging es genauso. Ich wusste nicht, ob es ein Skinwalker war oder ob die Leute einfach nur verrückt wurden, aber ich wollte es nicht herausfinden. Es lief nicht wie am Schnürchen, aber jedes Mal, wenn jemand auf diese Weise ausrastete, dauerte es nicht länger als ein paar Wochen, bis er nach Gott weiß wohin verfrachtet oder versetzt wurde, ohne dass irgendjemand vorher davon wusste. Dann waren da noch die nächtlichen Vorfälle. Kurze, laute Geräusche schallten regelmäßig zu jeder Nachtzeit durch unseren Zellenblock. Es klang wie eine Mischung aus dem Quieken eines sterbenden Schweins und Nägeln auf einer Kreidetafel. Noch so eine Sache, über die niemand gerne sprach. Noch unheimlicher waren jedoch die Schatten und Schritte. Der Block wurde in der Nacht nur schwach von einigen Lichtern, die außerhalb der Zellen von der Decke hingen, beleuchtet. Ich selbst sah regelmäßig Schatten über die Wände meiner Zelle huschen, auch wenn definitiv keine Wachen in der Nähe waren. Einmal gegen Ende meiner Haft wachte ich auf, schaute an meine Zellenwand und sah dort eine perfekte Silhouette einer Person stehen, aber als ich nachsah, schlief mein Zellengenosse und niemand befand sich außerhalb meiner Zelle. Und die Schritte. Jeder hasste diese verdammten Schritte. Sie waren das Unheimlichste. In der Nacht hörte man manchmal, seltener als die Schatten, unheimlich schnelle Schritte. Sie klangen wie nasse Füße, die auf den Kachelboden klatschten. Was auch immer sie verursachte, flog im Eiltempo von einem Ende des Blocks zum anderen. Es war unmenschlich schnell. Wenn man zufällig wach war, bevor es losging, hörte man die Schritte auf der einen Seite der Zelle und drehte den Kopf, um das Ding vorbeilaufen zu sehen, aber dann hörte es sich plötzlich an, als wäre es schon 3 Zellen weiter gewesen. Alle hassten diese Schritte. Ich kann da nur zustimmen. Für mich waren sie auch das Schlimmste. Ich wurde vor etwa 1 Monat aus dem Gefängnis entlassen und ich habe mehr Geschichten, als ich zählen kann. Ich schwöre, ich wäre fast dran gewesen. Etwa 1 Woche vor meiner Entlassung ist mein Zellengenosse und ein guter Freund von mir ausgerastet. Auf dieselbe Art und Weise. Ich habe eine ganze Woche lang nicht richtig geschlafen, maximal ein paar Minuten am Stück. Ich habe dem Kerl nie den Rücken zugewandt. Und das Schlimmste? Ich bin eines Nachts aufgewacht, als er sich irgendwie durch die Gitterstäbe unserer Zelle schlängelte. Zum Vergleich, ich konnte nichts weiter als meine Schulter durch die Gitterstäbe stecken. Er kam jedoch immer wieder in unsere Zelle zurück. Am Tag meiner Entlassung habe ich kein Wort zu ihm gesagt. Ich bin einfach gegangen und er schien damit einverstanden zu sein. Ich hatte 15 Jahre Gefängniskämpfe, Bandenstreitigkeiten und, soweit ich weiß, Skinwalker-Entführung überstanden. Ich verließ das Gefängnis durch das Eingangstor, war ein freier Mann.
Als ich am Zaun entlang ging, entdeckte ich meinen Zellengenossen, der wie schon in der letzten Woche ganz allein dastand. Ich schüttelte den Kopf und war mir nicht einmal mehr sicher, ob er es wirklich war. Ich warf dann einen letzten Blick über den Hof, dieses Mal von der anderen Seite des Zauns und wünschte, ich hätte es nicht getan. Dort auf der anderen Seite stand Karl ganz allein. Er beäugte die anderen Häftlinge und zuckte manisch dabei. Als ich 10 Jahre alt war, verirrte ich mich im Wald, während wir als Familie zelten waren. Ich lief auf den Wegen in der Nähe unseres Campingplatzes entlang und verlor irgendwie die Orientierung. Nachdem ich 30 Minuten im Kreis gelaufen war, stiegen immer mehr die Sorge und Angst in mir auf. Ich fing an zu glauben, dass ich diesen Wald niemals lebend verlassen würde. Aber es kam auch etwas anderes in mir zum Vorschein. Entschlossenheit. Ich wusste, dass ich das Zeug dazu hatte, den Weg zurückzufinden. Ein paar Minuten saß ich da, um meine Gedanken neu zu sammeln und mich von der Ruhe überkommen zu lassen. Und je ruhiger ich wurde, desto klarer wurden meine Gedanken. Als ich endlich die Angst verdrängt hatte, begann sich mir Lösungen aufzutun und 10 Minuten später war ich wieder zurück auf dem Campingplatz. Die meisten Menschen wären dankbar gewesen, dass sie den Weg zurückgefunden hatten und würden sich nie wieder zu weit von der Zivilisation entfernen. Aber ich war da anders. Sich in der Natur zu verlieren, aktivierte irgendwie den tierischen Teil meines Gehirns. Die Klarheit, die ich da draußen verspüren durfte, war etwas, das ich mein ganzes Leben lang gesucht hatte. Von diesem Moment an stürzte ich mich in den Lebensstil eines Überlebenskünstlers und habe nie zurückgeblickt. 20 Jahre später und ich war zuversichtlich, alles überleben zu können. Denn ich war verdammt gut darin. Als ich also die Casting-Ankündigung für die Show im Army Surplus Store sah, war ich absolut begeistert. Eine Produktionsfirma suchte nach Überlebenskünstlern, die sich in den Wäldern aussetzen ließen und alles dokumentierten, was sie taten. Ich war wie dafür gemacht und hatte mich sofort dafür beworben, als ich nach Hause kam und innerhalb von einer Woche führte ich ein Telefoninterview. Eine weitere Woche später folgte ein Screentest und einen Monat darauf fand ich mich in der Mitte einer osteuropäischen Wildnis wieder und kämpfte um den großen Hauptgewinn. Eine Sache, die mit dem Weg eines Überlebenskünstlers einhergeht, ist jedoch, dass dein eigenes Gefühl der Angst allmählich nachlässt. Ich meine, es ist nicht so, dass man furchtlos wäre. Ein angreifender Bär würde jeden erschrecken, aber man lernt mit dem Gefühl umzugehen. Wenn du deine Angst also in ein Problem verwandelst, das gelöst werden muss, nimmt das der Emotion den Stachel. Da ist etwas, das dich im Wald verfolgt. Halte an und bewerte es und mach dir einen Plan. Bleibe rational und lasse die Dunkelheit nicht in dich hinein. Alles ist nur ein Problem, das gelöst werden muss. Dieser Ansatz hat mir jahrelang gute Dienste geleistet. Ich hatte einige ziemlich schreckliche Erfahrungen in der Natur, die das Haar einer anderen Person wohlmöglich weiß färben würde. Plötzlicher Monsun, Bären, die mein Lager überfielen, Wölfe, die mich verfolgten, während ich Brennholz sammelte. Man benennt es und man kommt damit klar. Aber nichts bereitete mich darauf vor, mich mit einer Screaming Mimi auseinanderzusetzen. Ungefähr eine Woche nach Beginn des Spiels stand ich ziemlich gut da. Ich hatte einen robusten Campingplatz gebaut, einen Süßwasserfluss gefunden und ein 50 Fische gefangen. Wenn es so weiterging, wäre es kein Problem gewesen. Überraschenderweise fühlte ich mich auch unglaublich wohl, wenn ich mit der Kamera sprach. Manchmal erzählte ich, was ich tat und warum und wie es mir weiterhelfen würde. Andere Male sprach ich mit ihr, als wäre sie ein Freund, dem ich meine Sorgen aufladen konnte. Es half mir, meine geistige Gesundheit zu bewahren. Ich hatte mir angewöhnt, jeden Abend den Sonnenuntergang zu beobachten. Es war quasi meine Belohnung, einen weiteren Tag überlebt zu haben. Zu sehen, wie die orangefarbene Kugel hinter den Bäumen verschwand, wurde zu meiner täglichen Angewohnheit. Ein Moment zum Reflektieren und Nachdenken. Es gibt keine Garantien im Leben, nur dass es eben eines Tages enden wird. Zu sehen, wie sich der Himmel von blau zu schwarz verfärbte, war eine Erinnerung daran, jeden Tag, den wir auf dieser Seite des Grabes verbringen, wertzuschätzen. Meine Kirche war, in Ermangelung eines besseren Wortes, in der Nähe des Baches, an dem ich frisches Wasser sammelte.
Er war ungefähr 150 Meter von meinem Campingplatz entfernt, also war es keine große Wanderung, wobei im Dunkeln alles schwieriger wird. Ich hatte jedenfalls die Kamera immer dabei, da sie mir ein wenig Licht spendete und mir so den Weg zurückwies. Außerdem hatte ich mir angewöhnt zu erzählen, was ich in der Welt um mich herum sah. Oder eben nicht sah. So wie David Attenborough. War es dumm? Ja. Hat es dazu beigetragen, die gewaltige Dunkelheit weniger beängstigend zu machen? Ja. Würde es mir mehr Zeit auf dem Bildschirm verschaffen? Sehr wahrscheinlich. Es war immer gut, wenn ich ein Eichhörnchen oder ein Streifenhörnchen sah, da ich alles auflisten konnte, was ich über sie wusste. Aber wenn ich nichts sah, erfand ich einfach Kreaturen, über die ich sprechen konnte. Ich stützte mich bei den imaginären Kreaturen auf einen Pool von Informationen, den ich vor meiner Anreise recherchiert hatte. Als ich herausfand, wohin die Reise gehen würde, las ich gründlich über alles, was ich meiner Meinung nach wissen musste, um dort draußen zu überleben. Was mit der Entdeckung essbarer Pflanzen Osteuropas begann, entwickelte sich schnell zum Nachschlagen der Legenden aus der Region, denn Osteuropa ist die Heimat unzähliger Mythen. Es gibt ziemlich wilden Scheiß, der sogar die stoischste Person beunruhigen würde. Ich war süchtig danach und habe mehr Zeit damit verbracht, über Monster zu lesen, als mit irgendetwas anderem. Im Nachhinein war das wahrscheinlich nicht die beste Art, seine Zeit zu nutzen. Aber wenn ich etwas aus der Show gelernt habe, dann, dass man sich in erster Linie unterhalten muss. Wenn nicht, wird man verrückt. Das, was ich also auf meinen nächtlichen Spaziergängen zu meinem Camp erzählte, half mir bei Verstand zu bleiben. Irgendeinen Scheiß zu erfinden hat irgendwie einen kreativen Aspekt. Ah, hier sehen wir den schwerfassbaren Gollywob aus den Tiefen des Waldes. Er verfolgt seine Beute, bevor er seine messerartigen Krallen in den Rücken seines unglücklichen Opfers gräbt. Der Tod ist ein sehr schmerzhafter. Mein Attenborough war schrecklich und ich beendete normalerweise jede ausgedehnte Ausführung mit einem schallenden Gelächter, aber es half mir bei Verstand zu bleiben. Außerdem sorgte es für eine unterhaltsame Sendung. Später in dieser Nacht wachte ich jedoch zu etwas auf, das klang, als würde ein Hirsch vor Verzweiflung schreien. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches in der Natur da draußen. Hirsche werden ständig getötet. Was mich jedoch nervös machte, war, dass es klang, als wäre es sehr nahe gewesen. Etwa wie 15 Meter von meinem Campingplatz entfernt nah. Schnell schnappte ich mir also mein Messer und zog meine Stiefel wieder an. Ich war bereit zu rennen, wenn ich es musste. In der nächsten Stunde hörte ich das widerliche Knacken von Knochen und Zähnen, während der Hirsch von dem Raubtier verschlungen wurde. Ich war mir nicht sicher, was für ein Tier den Hirsch erlegt hatte und hatte auch bis zum Morgen keine Möglichkeit, es herauszufinden. Ich hätte mir später die Spuren angesehen und hätte es entsprechend einschätzen können. Bis dahin saß ich jedoch nur da und lauschte dem Reißen der Sehnen, dem nassen Klatschen des Fleisches auf dem Boden und dem Knacken von Knochen. Was auch immer da draußen war, es genoss sein Essen. Danach habe ich natürlich nicht viel geschlafen. Als die Morgendämmerung anbrach, machte ich mich sofort auf den Weg dorthin, wo ich den Kampf vermutete. Doch die Szene war nicht das, was ich erwartet hatte. In meiner Zeit in der Wildnis habe ich viele Bereiche gesehen, an denen Tiere getötet wurden, aber nichts konnte mich auf das dort vorbereiten. Es sah nicht aus wie von einem Raubtier, das getötet hatte, um zu fressen. Es sah aus, als hätte es aus Spaß getötet. Der Kadaver war auf dem Rücken gegen einen Baum gelehnt. Er war aufgespalten und sein Inneres befand sich nun auf der Außenseite. Aber die Organe schienen nicht berührt worden zu sein. Sein Geweih war zerbrochen und zersplittert, als hätte ihn etwas Schweres am Kopf getroffen, und überall befand sich Blut und schwarzer Schleim. Aber am beunruhigendsten war das, was ich auf dem Rücken des Hirsches fand. Es gab zwei massive Löcher entlang seiner Wirbelsäule, als wäre er von jemandem mit zwei Macheten erstochen worden. Für eine Sekunde dachte ich, dass vielleicht einer der anderen Teilnehmer zu mir herübergekommen war, aber ich wusste, dass das unmöglich der Fall sein konnte. Wir alle waren wie Samen vom Wind verstreut. Aber was hätte sonst dieses Massaker verursachen können? Ich suchte jedenfalls nach Fußspuren, fand aber nichts. Ich nahm an, dass der Regen der letzten Nacht sie wohl ausgewaschen hatte, und für eine flüchtige Sekunde dachte ich sogar, dass es vielleicht seine Spuren selbst verwischt hatte. Ich denke, es ist unnötig zu sagen, dass ich den Rest des Tages ziemlich nervös war. Ich schaute mich ein wenig um, nur um sicherzustellen, dass das, was den Hirsch getötet hatte, nicht in meiner Nähe lauerte. Nach ein paar Stunden des Suchens war ich zufrieden, nichts gefunden zu haben, und machte mit meiner täglichen Routine weiter. Ich hatte einige Projekte, die ich fertigstellen musste, und fing an, weiter an ihnen zu arbeiten. Ich denke, ich wollte einfach meine Gedanken beschäftigt halten, um mich nicht mit dem Geschehnissen der letzten Nacht auseinanderzusetzen, und meistens war ich damit auch erfolgreich.
Gegen Ende des Tages machte ich mich auf den vertrauten Weg zu meiner Kirche, um für weitere erfolgreiche 12 Stunden zu beten. An diesem Abend berührte mich der Sonnenuntergang besonders. Ich saß da und weinte vor Dankbarkeit. Allein im Wald zu sein kann eine Person zermürben, egal wie zäh sie ist. Auf meinem Rückweg fuhr ich mit meiner Erzählung über den Planeten Erde fort. Links hörst du das Hüpfen des gemeinen braunen Eichhörnchens und wenn alles gut läuft, steckt dieses Eichhörnchen morgen früh in meinem Kochtopf. Ich kicherte mich hinein und ging ein paar Schritte weiter. Nicht zu übertreffen ist jedoch der wilde Balamar. Diese einheimische Art ist bekannt für ihre messerscharfen Zähne und ihre Vorliebe, ihre Opfer in die Achillessehne zu beißen. Bösartiger als jeder trojanische Soldat, sollte man meinen. Ich sah mein Lagerfeuer in der Nähe und wollte gerade die Kamera weglegen, als ich hörte, wie etwas zu meiner Linken zu knurren begann, ungefähr 6 Meter in den Wald hinein. Ich gefror und fasste an die Stelle, wo sich mein Messer normalerweise befand. Jedoch hatte ich es leider abgenommen, um einen Fisch zu säubern, und es offensichtlich nicht wieder zurückgesteckt. Ich richtete die Kamera auf die Stelle, an der ich das Geräusch hörte, und suchte nach dem, was es verursacht hatte. Ich teilte meine Aufmerksamkeit zwischen dem Sucher der Kamera und dem dunklen Wald vor mir auf und versuchte so still wie möglich zu bleiben. Aber ich zitterte und das nicht wegen der Kälte. »Hallo?« rief ich. »Bleib besser weg!« Dann wurde das Licht der Kamera von einem Augenpaar reflektiert. Sie waren ein paar Meter über dem Boden, als ob das Tier, dem sie gehörten, mich verfolgte. Mein Geschrei hatte das, was auch immer es war, jedoch nicht verscheucht. Es ließ es nur genau wissen, wo ich war. »Ich bin groß!« schrie ich und versuchte, mich auch so klingen zu lassen. Die Augen hoben sich plötzlich einen weiteren Meter vom Boden. Es stand nun vermutlich auf sein Hinterbein. Mein Gedanken blitzte sofort »Bär« auf. Es musste einer sein. Kurzerhand stieß ich einen tiefen Schrei aus, um die Kreatur zu verscheuchen. Und es funktionierte. Der Bär gab ein leises Knurren von sich, drehte sich dann um und rannte zurück in den Wald. Als ich ihn durch das Unterholz krachen hörte, stieß ich einen Seufzer der Erleichterung aus. »Heilige Scheiße«, sagte ich. »Das war nicht cool.« Ich fing an zu lachen, aber es war mehr manisch als alles andere. »Verdammte Mutter Natur.« Als ich mich an diesem Abend für die Nacht bereit machte, beschloss ich, das von mir aufgenommene Filmmaterial zu überprüfen. Tatsächlich war es mir gelungen, eine ziemlich gute Aufnahme des Bären zu machen. Er war ein fies aussehendes Kerlchen und diese Augen, die mich anstarrten, verursachten mir eine Gänsehaut. Ich wollte gerade die Kamera weglegen, als mir etwas anderes auf dem Sucher ins Auge fiel. Nachdem der Bär weggelaufen war, verweilte die Kamera einen Moment lang an derselben Stelle. Während ich über etwas Dummes quasselte, sah ich ein zweites Augenpaar im Licht schimmern. Diese waren nicht weggelaufen. In dem Moment verstand ich, wie es sich anfühlte, wirklich allein zu sein. Zugegeben, ich hatte jetzt ein paar Wochen überlebt und die Dinge waren manchmal haarig geworden, aber nichts machte mir mehr Angst, als zu sehen, wie dieses zweite Paar Augen mich anstarrte. Diese Augen gehörten zu etwas, das keine Angst vor einem riesigen Bären hatte. Diese Augen blickten direkt an diesem Raubtier vorbei und in meine Seele. Ich habe in dieser Nacht nicht schlafen können. Als am nächsten Tag die Sonne aufging, wärmte sie mich nicht nur. Sie war auch ein Vorbote guter Nachrichten. Denn es war der Tag, an dem mir das Ärzteteam einen Besuch abstatten würde. Sie zeigen die medizinischen Check-ups nicht immer im Fernsehen, aber sie sind gesetzlich dazu verpflichtet. Ich freute mich auf die Tage, an denen sie kam, und sei es nur, weil es die Monotonie des Buschlebens unterbrach. Das Boot war schon zu hören, bevor ich es sehen konnte. Also machte ich mich kurzerhand ans Ufer und sah den Bug durch den Nebel brechen. Ich wedelte ihn mit den Händen zu und beobachtete, wie das Boot durch das glasige Wasser schnitt und Wellen in meiner kleinen Bucht erzeugte. Sie legten mit dem Boot am Ufer an und kamen dann zu mir. Ich habe sie alle einzeln umarmt. »Bist du okay?« fragte der Sanitäter und maß meinen Blutdruck. »Harte Nacht«, sagte ich. »Scheint heute ein Trend zu sein. Was meinst du damit?« »Ich sollte es dir eigentlich nicht sagen«, sagte er und beendete seinen Test. »110/70. Nicht allzu schlecht.« »Komm schon, du musst es mir sagen«, flehte ich. »Okay. Joanne wurde von etwas ins hintere Bein gebissen. Üble Wunde. Sie wurde letzte Nacht mit dem Helikopter rausgeflogen.« »Jesus«, sagte ich. »Da war wirklich viel Blut auf ihrem Campingplatz. Was hat sie denn gebissen?« Der Sanitäter zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Sie sagte uns, sie habe Schreie gehört, bevor sie angegriffen wurde. Einen Schreien oder
brüllen oder so ähnlich. Sie stand jedoch unter Schock, also wer weiß, ob das stimmt. Ach du lieber Gott. Ja, ziemlich verrückt. Die Abdrücke waren anders als alles, was ich je gesehen habe. Was auch immer sie erwischt hat, hat eine ordentliche Spur hinterlassen. Dabei ist sie so nett, sagte ich. Sie kann sich glücklich schätzen, wenn sie ihr Bein retten kann. Und wie fühlst du dich? Alles okay? Ja, ich habe noch beide Beine. Fürs Erste, sagte der Sanitäter mit einem Lachen. Gib auf dich Acht, in Ordnung? Na klar, wie immer. Sie führten noch ein paar weitere Tests durch und verschwanden dann wieder mit dem Boot im Nebel. Nachdem sie gegangen waren, saß ich am Strand und dachte an Joanne. Wir hatten uns im Bootcamp vor der Show kennengelernt und verstanden uns auf Anhieb recht gut. Ehrlich gesagt fühlte ich mich sogar ein wenig zu ihr hingezogen. Aber zugleich auch etwas eingeschüchtert, denn sie war ziemlich tough. Ich erinnere mich, dass ich dachte, sie hat eine echte Chance, diese ganze Sache hier zu gewinnen. Aber nun könnte sie ihr Bein durch einen Tierbiss verlieren. Das hat mich grundsätzlich nicht sonderlich schockiert. Wir sind schließlich in der Natur und sowas kann passieren, aber der Sanitäter hatte zugegeben, noch nie so einen Biss gesehen zu haben. Ich kannte den Wald gut und wir hatten sogar einen Crashkurs über die Tiere bekommen, die in dieser Gegend leben, aber ich hatte wirklich Probleme, mir vorzustellen, welches Tier es gewesen sein könnte. Ich blieb eine Weile am Strand. Natürlich wusste ich, dass ich etwas zu tun hatte, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, loszulegen. Meine Gedanken kehrten immer wieder zu diesem zweiten Paar Augen zurück. Was war das für ein Tier? Und was hatte Joanne so entstellt? Ich versuchte mir den Schmerz vorzustellen, aber schaffte es nicht. Nach einer halben Stunde Leerlauf zog ich mich endlich hoch und drehte mich, um zu meinem Lager zurückzukehren und den Tag zu beginnen. Aber als ich aufstand, bemerkte ich etwas Unnatürliches am Ufer. Ich sah einen Haufen Treibholz, der in den Strand gespült wurde, aber das war nicht das Seltsame. Was mich überraschte, war, dass es aussah, als würde das Treibholz den Namen Mimi buchstabieren. Ich ging zu den Stöcken hinüber, um sie mir genauer anzusehen, als ich plötzlich ein Knurren von den Bäumen hinter mir hörte. Sofort stoppte ich und richtete meine Aufmerksamkeit auf das Geräusch. Fast dachte ich, dass ich vielleicht schwimmen gehen müsste, doch während meine Aufmerksamkeit abgelenkt war, krachte eine Welle auf das Ufer und spülte das Treibholz weg, sodass ich es mir nie richtig ansehen konnte. »Hey, Bär!« schrie ich. Als Antwort hörte ich ein Rascheln in den Bäumen und dann rannte etwas Großes davon. Ich seufzte und fing dann an zu lachen. Dieser Ort strapazierte meine Nerven wie ein Boxer einen Sandsack. Ich beschloss, dass ich mich von all diesem Unsinn ablenken und mit meinen täglichen Aufgaben beginnen sollte. Die Arbeit half mir auch, mich abzulenken. Wenn ich damit beschäftigt war, Feuerholz zu sammeln oder Fische zu fangen, würde ich nicht daran denken, dass ein Tier Joannes Bein zerfetzt hatte oder ein weiteres mysteriöses Tier mich verfolgte. Obwohl ich beschäftigt war, drehte sie meinen Kopf stetig. Tief in meinem Hinterkopf verfolgten mich diese Augen weiterhin, wie sie mich beobachteten und warteten. Mir lief ein Schauer über den Rücken und ich drehte mich, um zu sehen, ob da etwas war. Das hatte es noch nie gegeben. Kurz vor Sonnenuntergang beschloss ich, Feuerholz zu sammeln. Ich schnappte mir meine Axt und ging zu einem Gebiet, das ich langsam entwaldete. Dort begann ich, an einem alten Baumstamm herumzuhacken, bis ich hörte, wie sich etwas im Gebüsch neben mir bewegte. Ich stoppte und betrachtete das Grüne um mich herum. Dann hörte ich einen Ast zu meiner Linken brechen und wirbelte herum, um mich dem zu stellen, was dort auf mich lauerte. Doch ich konnte nichts sehen. Ich wusste jedoch, dass da etwas war. »Hey!« schrie ich. »Ich weiß, wo du bist!« Ein Schnauben folgte als Antwort. Zuerst dachte ich, der Bär wäre zurückgekehrt, aber dann fing es an zu jaulen wie ein verletzter Hund. Die Schreie waren laut und brannten förmlich in meinen Ohren. Eigentlich sollte es dort keine wilden Hunde oder Kojoten in unserer Nähe geben, also was auch immer es war. Es imitierte sie. »Hey!« schrie ich erneut und versuchte, meine Stimme dabei so tief und Barry White-mäßig wie möglich klingen zu lassen. »Ich weiß, dass du kein Kojote bist!« Das Jaulen hörte sofort auf. Ich umklammerte meinen Axtstiel so fest, dass ich befürchtete, er könnte gleich zerbrechen. Da hörte ich ein Gelächter aus den Büschen. Ein menschliches Lachen. Ich war verblüfft. Das konnte nicht wahr sein. Meilenweit war keine andere Person in meiner Nähe. Ich schluckte. »Wenn du in meine Nähe kommst, schwöre ich bei Gott, dass ich dir den Kopf abschlage.« Das Lachen wurde immer lauter. Dann ertönte ein ohrenbetäubender Schrei. Ich ließ mich zu Boden fallen und schlug mir die Hände auf die Ohren.
Was auch immer da schrie, rannte in den Wald davon. Nachdem das Klingeln in meinen Ohren aufgehört hatte, hob ich meine Axt auf und ging zurück ins Lager. Ich habe kein zusätzliches Brennholz mitgenommen und an diesem Abend ging ich nicht in meine Kirche. Ich lief zurück in mein Lager und überlegte, ob ich aussteigen sollte. Nach ungefähr einer Stunde legte ich aber das Satellitentelefon wieder hin und beschloss, durchzuhalten. Als die Sonne hinter den Bäumen verschwand und die Nacht hereinbrach, spürte ich, wie sich mir die Nackenhaare aufstellten. Mir war klar, dass das, was da draußen war, zurückkommen würde. Ich musste also wachsam bleiben, sonst würde mir wohl möglich etwas Schreckliches passieren. Mir war vielleicht nicht bewusst, womit ich es genau zu tun hatte, aber ich wusste, dass ich kämpfend untergehen würde. In den ersten Stunden dieser Nacht war alles in Ordnung. Das einzige Geräusch, das ich hörte, war das Knistern meines Feuers und es wog mich irgendwie in Selbstgefälligkeit. Ich spürte, wie meine Augenlider allmählich schwerer wurden. Die Arbeit und der Stress des Tages hat mich ziemlich geschafft und als ich in den Schlaf driftete, hörte ich das unverkennbare Geräusch einer schreienden Frau. Sie war in Panik, direkt hinter meinem Lager. Erschrocken sprang ich auf, schnappte mir meine Axt und benutzte das Licht der Kamera, um den Bereich vor mir zu beleuchten. Dann ging ich durch das Gestrüpp und lauschte den Schreien. Während ich tief in den Busch vordrang, hörte ich einen weiteren. Es war definitiv eine Frau, aber es ergab keinen Sinn. »Hallo!« rief ich. »Brauchen Sie Hilfe?« Ein weiterer Schrei, etwa 50 Meter von mir entfernt. Ich schluckte. Ein kühler Wind fing an zu wehen, aber er schüttelte nicht die Bäume. Er wehte nur über meinen Nacken. Ich ließ die Kamera fallen und wirbelte mit der Axt herum, aber hinter mir war niemand. Der Schwung meiner Bewegung ließ mich jedoch zu Boden taumeln. Als ich dort am Boden lag, blickte ich in die Richtung, aus der die Brise gekommen war und bemerkte Vertiefung im Schlamm hinter mir. Ich schnappte mir die Kamera und richtete das Licht auf sie, nur um dadurch ein paar Hufabdrücke zu enthüllen. Zuerst dachte ich an Wildschweine, aber ich hatte bisher keine Wildschweinspuren in der Nähe meines Campingplatzes gesehen. Verdammt, sagte ich zu mir. Ich richtete die Kamera auf die Hufabdrücke. Sie verschwanden in der Dunkelheit. Ich stand also wieder auf und begann ihnen zu folgen. Sie verliefen etwa 5 Meter in Richtung einer Kiefer, bis sie an den Wurzeln endeten. Ich überprüfte, ob sie um den Baum herum verliefen, aber das taten sie nicht. Sie endeten einfach am Fuß des Baumes. Es machte keinen Sinn. Dann spürte ich, wie etwas auf mein Gesicht tropfte. Aber als ich es berührte, wusste ich sofort, dass es kein Wasser war. Es war zu dickflüssig. Ich richtete die Kamera auf meine Finger und sah, dass sie genauso schwarz waren wie die Schmiere, die ich gesehen hatte, wo der Hirsch verstümmelt worden war. Ich fluchte vor mich hin, richtete das Kameralicht direkt auf den Baum und reckte meinen Hals, um besser sehen zu können. Zuerst konnte ich nichts erkennen, aber dann fiel ein weiterer Tropfen dieser schwarzen Flüssigkeit auf mein Gesicht und in die Nähe meines Mundes. Ein kleines bisschen traf meine Zunge und ich hätte fast auf der Stelle gewürgt. Es schmeckte wie verdorbenes Fleisch. Ich spuckte es aus und hörte dann ein Lachen über mir. Ich blickte wieder nach oben und sah ein paar rot leuchtende Augen, zusammen mit einer Reihe von messerscharfen Zähnen, die auf mich wie eine wahnsinnige Grinsekatze hinablächelten. Es klickte sofort. Ich stand einer Screaming Mimi von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Bevor ich überhaupt begreifen konnte, was ich da sah, schrie es auf und sprang dann vom Baum in die Dunkelheit. Sofort rappelte ich mich auf und bewegte das Licht der Kamera umher. Ich suchte, wohin dieses Monster verschwunden war. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass es zwischen mir und meinem Lager lauerte, also war es keine Option, sofort zurückzueilen. Und selbst wenn nicht, meine Unterkunft bestand aus Holz und einer Plane, nicht gerade das stabilste Baumaterial. Wenn dieses Ding Joannes Sehne ohne weiteres durchtrennen konnte, dann würde es mit meinem Lager kurzen Prozess machen. In der Ferne hörte ich den falschen Kojoten wieder jaulen. Das Geräusch schien von links zu kommen, aber sobald ich anfing, mich in diese Richtung zu bewegen, begann das Geräusch plötzlich von rechts zu kommen. Es war, als könnte die Mimi mit ihrer Stimme die Richtung wechseln. Während ich überlegte, wohin ich gehen sollte, hörte ich etwa 100 Meter vor mir eine Frau schreien. »Hilfe! Ich habe mich verlaufen! Hilfe!« schrie sie. Es gab keinen logischen Grund, dass eine andere Seele in meiner Nähe war. Da war niemand. Ich war mitten im Wald, meilenweit von jeglicher Zivilisation entfernt. »Ich bin vom medizinischen Team. Wir waren hier draußen, um eine andere Person herauszuholen und wir wurden von etwas angegriffen«, schrie die Stimme. »Ich bin weggerannt und habe die Orientierung verloren.
Wenn mich jemand hören kann, helfen Sie mir bitte. Ich bin verletzt und ich blute. Ich schaltete das Licht aus. Die Stimme der Frau klang aufrichtig und ihre Geschichte ergab Sinn. Aber während all der Zeit, in der die Show lief, wurde noch nie jemand ernsthaft von einem Tier verletzt. Und wenn jemand von einer nicht identifizierten Kreatur gebissen wurde, bewegten sie sich möglicherweise eher in einem Team, damit es auch jeder herausschaffte. Dann hörte ich meinen Namen. Die Frau rief speziell nach mir. Ich glaube, dein Lager ist hier in der Nähe. Hier ist Violet. Wir haben uns im Bootcamp getroffen. Ich habe deine erste ärztliche Untersuchung durchgeführt. Wenn du mich hören kannst, hilf mir bitte. Dieser Schnitt ist tief und ich brauche Hilfe. Alles, was sie sagte, war wahr. Jetzt, wo ich einen Namen hatte, konnte ich Violet in meinem Kopf sehen. Wir hatten uns in der ersten Woche getroffen und sie hatte meine erste medizinische Untersuchung durchgeführt. Ich wusste, dass die Mimi da draußen war und zur Nachahmung von Menschen fähig war, aber woher hätte sie diese Information haben sollen? Etwa 3 Meter über mir hörte ich das Knurren eines Bären. Ich blickte auf und sah, wie ein Baum zurückschnellte, als etwas sehr Großes von ihm auf einen anderen Baum hinübersprang. So wie diese massive Kiefer zurückschnappte, hatte ich Angst, sie würde in zwei brechen und auf mich fallen. Ich rollte aus dem Weg, aber versuchte, das Blätterdach weiter im Auge zu behalten. Oh mein Gott! Schrie Violet. Ich kann es sehen! Bitte, wenn du mich hören kannst, hilf mir! Bitte hilf mir! Bei Gott, Hilfe! Während sie schrie, fing die Mimi über mir an zu lachen. Auf keinen Fall konnte diese Kreatur 2 verschiedene Stimmen gleichzeitig verursachen. Violet musste also wirklich dort sein und war verletzt. Ich schaltete das Kameralicht wieder ein. Violet, ich bin hier drüben. Kannst du das Licht sehen? Folge dem Klang meiner Stimme. Mein Gott, du bist hier. Du bist tatsächlich hier. Ich entfernte mich von dem Baum und näherte mich einer Lichtung. Ich spürte, wie Tannennadeln auf mich fielen, als die Mimi durch den Baum über mir kletterte und ihre Aufmerksamkeit zwischen Violet und mir aufteilte. Ich hatte immer noch meine Axt und war mir nicht zu schade, sie in den Kopf dieses Monsters zu schlagen, wenn es darauf ankommen sollte. Ich werde sie ablenken. Lauf zu meiner Stimme. Ich schnappte mir meine Axt und schlug sie immer wieder in den Baum hinein. Die Holzsplitter trafen mich ins Gesicht, während ich den Stamm des Baumes hackte. Ich wollte dieses Missstück erledigen. Die Mimi sah auf mich herunter und knurrte. Für einen kurzen Moment sah ich wieder diese roten Augen und rasiermesserscharfen Zähne, aber auch dieses Mal konnte ich keine wirkliche Form erkennen. Es sah wild aus, was auch immer es war. Ich denke, ich habe auch 2 Zöpfe vor diesen Augen schwingen sehen, aber das hätte auch alles andere sein können. Meine Aufmerksamkeit lag jedenfalls darauf, diesen Baum zu Fall zu bringen. Die Mimi sprang vom Baum und die Kraft des Sprungs reichte aus, um den Baum zu Boden stürzen zu lassen. Ich schrie. Violet, Achtung! Der Baum schlug mit einem lauten Knall auf den Boden und schleuderte dabei Erde in die Luft. Ich griff nach der Kameralampe und versuchte, eine klare Sicht auf Violet oder die Mimi zu bekommen. Ich wusste, dass sie da draußen nahe beieinander waren. Violet, bist du in Ordnung? Sag etwas! Als sich der Staub zu setzen begann, nahm ich die Kontur einer Gestalt wahr, die auf der anderen Seite der Lichtung stand. Es war Violet. Sie war in Ordnung. Ich brach in einen Anfall nervösen Gelächters aus. Jesus Christus, schrie ich. Geht es dir gut? Ist sie in deiner Nähe? Violet kam auf mich zu, aber ich konnte ihre Gesichtszüge durch die Kombination aus der Nacht und dem sich in der Luft absetzenden Dreck immer noch nicht erkennen. Ich ging ein paar Schritte auf sie zu und blieb dann wie angewurzelt stehen. Die Gestalt vor mir verwandelte sich von etwas Violet Großem in etwas viel Kleineres. Wie ein kleines Mädchen mit Zöpfen. Dann lächelte sie und ich sah, wie diese rasiermesserscharfen Zähne mich angrinsten. Ihre Augen wurden rot und verengten sich. Dort draußen war nie eine Violet gewesen. Dort gab es nur eine Screaming Mimi. Oh Scheiße, sagte ich und schwang meine Axt bis zu meinen Schultern. Die Mimi hob den Kopf zurück und stieß einen Schrei aus, der Glas hätte zerschmettern können. Ich ließ mich auf den Boden fallen und hielt mir die Ohren zu, aber es war zu spät. Sie klingelten und die Außenwelt klang gedämpft. Das Einzige, was ich noch deutlich hören konnte, war mein schnell schlagendes Herz. Ich war im Arsch und ich wusste es. Ich könnte mich umdrehen und rennen, aber dieses Ding würde mich erwischen. Es spielte schon eine Weile mit mir und wollte nun seine Beute.
Meine einzige Option war zu bleiben und zu kämpfen. Ich hatte eine Axt und den Willen, kämpfend unterzugehen. Wenn auch nichts anderes, hatte ich zumindest die Chance des Verzweifelten. Ich rappelte mich wieder hoch und richtete mich auf. Dabei packte ich fest die Axt. Wenn du es so willst, lass es uns zu Ende bringen, schrie ich, wahrscheinlich lauter, als ich es normalerweise getan hätte. Mein Gehör war ernsthaft im Arsch. Mein Herz raste und ich konnte fühlen, wie jeder Schlag durch meinen Körper hallte. Es fühlte sich an, als würde ich summen. Ich war in die Wildnis gegangen, um das Überleben zu lernen. Und das hier war der ultimative Test. Kein verdammtes Feuer machen oder Wasser finden. Es war eine Zeit, ein verdammtes Ungeheuer zu skalpieren. Die Mimi schrie erneut und stürmte auf mich zu. Ich hingegen wartete und mein Verstand fragte sich, wie es sich anfühlen würde, wenn sich diese Zähne in meine Haut schlugen. Wahrscheinlich würden sie mir bis auf die Knochen durch das Fleisch dringen. Außerdem war diese Mimi sauer auf mich. Ich schluckte schwer. Mein Herz schlug so heftig, dass ich dachte, ich würde umkippen, bevor ich überhaupt eine Chance hatte, mich zu wehren. Ich dachte, ich würde es in meinen Gliedern spüren, aber dann wurde mir klar, dass ich etwas anderes fühlte und hörte. Einen Hubschrauber. Plötzlich leuchtete ein Scheinwerfer über die Bäume auf die Lichtung. Der Sanitätshubschrauber war zurückgekehrt. Die Mimi knurrte und schrie, aber sie wurde von den surrenden Rattern über mir übertönt. Jemand aus dem Helikopter warf etwas auf den Boden. Es war wie ein Blitzschlag. Der plötzliche Lichtblitz blendete mich. Ich schloss zwar meine Augen, aber ich konnte weiße Ringe auf der Innenseite meiner Lider sehen. Dann hörte ich den Schrei der Mimi unter den schlagenden Rotorblättern. Ich öffnete meine Augen und ließ sie sich an das Licht gewöhnen. Sie versuchten es zwar, aber meine Sicht war immer noch am Arsch. Ich sah noch, wie die Mimi sich umdrehte und in die Dunkelheit verschwand. Wollen Sie zum Strand? Hörte ich über einen Lautsprecher. Ich zögerte nicht, drehte mich um und rannte so schnell, wie meine Augen es zuließen und meine wackeligen Beine mich trugen. Ich hörte, wie der Helikopter über mir kreiste und Richtung Strand flog. Ein paar Minuten später schwimmte ich durch die Bäume und wurde von 6 schwer bewaffneten Soldaten und dem medizinischen Team der Show begrüßt. Sie winkten mich herüber und wir stiegen alle in den Helikopter. Ein paar Sekunden später erhoben wir uns schon über den Wald. »Bist du okay?« fragte der Sanitäter. »Nein«, sagte ich. »Aber ich komme schon zurecht.« Der Sanitäter lachte und klopfte mir auf die Schulter. Ich hielt meine Augen auf den Wald unter uns gerichtet, denn ich wusste, dass die Screaming Mimi auch zu mir aufsah. Als wir wegflogen, schwöre ich, dass ich sah, wie sie auf den Strand gelaufen kam. Ich habe definitiv diese roten Augen gesehen. Als ich zu dem Basislager zurückkehrte, entdeckte ich, dass sie alle aus dem Wald abgezogen hatten. Einige Menschen schienen niedergeschlagen, andere hatten schwere Verletzungen erlitten. Später sagten sie uns, die Screaming Mimi sei wegen uns allen gekommen. Als ich fragte, was sie genau sei, antworteten sie jedoch nicht. Sie legten mir stattdessen eine Geheimhaltungsvereinbarung unter die Nase. Für unsere Unterschrift wurden wir alle bezahlt. Schöne Sache. Aber ich scheiße darauf und erzähle dir das alles. Selbst wenn sie mich verklagen und mir alles nehmen, werde ich einfach von dem leben, was das Land mir gibt. Ich habe es schon einmal gemacht und kann es wieder tun. Meine Vermutung ist, dass sie nichts machen werden. Die Aufklärung in einem Gerichtsverfahren kann ein Überraschungspaket sein oder vielleicht auch eine Rohrbombe. Leugne es und vielleicht geht sie hoch. Ich habe immer noch keine Ahnung, was zum Teufel eine Screaming Mimi ist oder was sie will und woher sie kommt oder so. Es ist ein Mysterium, das ich nicht erforschen möchte. Osteuropa ist bereits voller Geister und ich bin damit zufrieden, wenn sie sich alle gegenseitig ins Knie ficken. Ich campe immer noch abseits der Wege. Ich muss einfach. Es ist so ein Gefühl, das ich in meinen Knochen habe. Der Wunsch, sich mit der Natur zu verbinden. Jedoch bringe ich mittlerweile eine ziemlich wilde Waffensammlung mit mir. Wenn die Axt und das Messer etwas nicht aufhalten können, wird es vielleicht das Weihwasser tun. Ich musste es zwar noch nicht einsetzen, aber ich bin bereit. Ich bin der Erste, der es zugibt. Wir waren fürchterliche Kinder. Während meiner Entwicklungsjahre habe ich viel Zeit mit Evan, Gary, Josh und Rob verbracht und wir waren ziemliche Nervensägen.
Evan hatte immer irgendeine bescheuerte Idee, während wir uns gegenseitig zu Schlimmeren aufstachelten. Den einen Tag forderten wir uns heraus, ein Fenster einzuschlagen, den anderen ließen wir vielleicht den Hund von jemandem frei. Einmal haben wir sogar einen Dachs gefangen und ihn in das Auto unseres Sportlehrers gesperrt. Ich weiß, dass das alles furchtbar war, aber wir haben uns nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie sich andere fühlten. In unseren Köpfen ging es immer nur darum, unsere Grenzen auszuloten und nicht um die anderen. Wir waren damals ziemlich egoistisch. Es war jedenfalls Sommer und ich 12 Jahre alt. Es war das erste Mal, dass alles wirklich aus dem Ruder lief. Evan hatte die Handfeuerwaffe seines Vaters gefunden, einen alten Revolver. Er hatte ihn mit 6 Kugeln geladen und wir wollten runter zum alten Lagerplatz gehen, um ein paar Dosen zu schießen. Der Ort war seit Jahren verlassen und das Einzige, was übrig geblieben war, waren leere Lagercontainer. Die meisten von ihnen standen etwa seit den 70er Jahren dort. Sie waren vollkommen zugerostet. Wir durften jedenfalls alle einmal mit der Waffe schießen. Gary traf eine Glasflasche, die auf Anhieb zerbrach. Josh traf zwar auch eine, aber sie zersprang dabei nicht und Rob verfehlte sie gänzlich. Ich hingegen schoss auf eine Dose, die daraufhin nach hinten flog. Wir jubelten jedenfalls beim Schießen und reichten sie herum, während wir so taten, als wären wir Actionhelden. Als noch 2 Kugeln übrig waren, war Evan an der Reihe. Er hatte die Pistole mitgebracht und wir waren alle der Meinung, dass er 2 Schüsse abgeben sollte. Er posierte mit der Waffe, als wäre er der Terminator. »Ich habe eine Herausforderung für euch, Spritzer«, grinste er. »Einer von euch muss in einem Container schlafen.« »Auf keinen Fall«, sagte Gary. »Das ist eklig, da sind überall Ratten.« »Ja, Mann, scheiß drauf, das macht doch keiner freiwillig«, warf Josh ein. Evan drückte ab und schoss direkt auf den Boden. Keiner war darauf gefasst, also traten wir alle einen Schritt zurück. Aus dem Loch im Boden stieg Rauch auf. Er hielt die Waffe hoch und richtete sie auf uns, einen nach dem anderen. »Wir brauchen einen Freiwilligen«, sagte er. »Oder wir spielen russisches Roulette. Willst du als Erster anfangen?« Er zielte auf mich und ich machte mir fast in die Hose. »Verdammt nochmal«, schrie Rob. »Gut, ich mache es, aber nimm die Waffe runter.« Evan lächelte nur. »Das ist alles, was ich wollte. Wir holen dich da morgen ab«, sagte er. Evan suchte nach dem ältesten und ekelhaftesten Lagercontainer auf dem Hof. Er stand halb versunken in einer großen, mit Öl gefüllten Pfütze und mit so viel Graffiti beschmiert, dass man die ursprüngliche Farbe nicht einmal mehr erkennen konnte. Er musste dort schon seit Jahrzehnten gestanden haben. Die Türen waren jedenfalls so verrostet, dass wir uns alle ziemlich anstrengen mussten, um überhaupt die Tür so weit zu öffnen, dass jemand hineinschlüpfen konnte. Der ganze Geruch hat sich mir ziemlich fest ins Gedächtnis gesetzt. Luft sollte nicht so riechen. Rob schlüpfte hinein und fiel dabei fast hin. Der Container hatte eine starke Schieflage, also kroch er drin, um das Gleichgewicht halten zu können. »Evan, bitte ich...« »Rob, ich habe eine verdammte Knarre dabei. Josh ist letzte Woche in ein Auto eingebrochen. Du bist der Einzige, der hier das Weiche ist. Ich habe doch nur...« Evan knallte die Tür zu. Er lachte so sehr, dass wir ihm nervös folgten und genauso nervös mitlachten. Wir verließen daraufhin den Lagerplatz. Evan brachte die Waffe zurück und wir gingen ein Eis essen. Ich machte mir jedoch keine großen Sorgen um Rob. Wir hatten schon Schlimmeres miteinander gemacht, seit wir 7 waren. Aber trotzdem, wenn Rob nicht eingeschritten wäre, hätte ich die Nacht in dem Lagercontainer verbringen müssen. Ich werde nicht so sehr ins Detail gehen, aber als wir am nächsten Tag zurückkehrten, entdeckten wir etwas. Wusstest du, dass Rost den Sauerstoff aus der Luft saugt? Dieser Lagercontainer war durch und durch verrostet. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst, als ich den Lagercontainer öffnete und dieses blasse Gesicht sah, das aus einem blauen, pastellfarbenen Kapuzenpullover herausschaute. Wir riefen daraufhin die Polizei und mit ihnen kam auch ein forensisches Team. Wir haben allen die Wahrheit erzählt und man sagte uns, dass alles nur ein tragischer Unfall gewesen sei. Evan versuchte es so aussehen zu lassen, als Rob es gewollt hätte und... ich hingegen sagte es so, wie es war. Es war eine Herausforderung. Wir haben so etwas ständig gemacht. Die örtliche Polizei kannte schließlich unsere Streiche, aber damit hatten wir die Grenze überschritten, mit der keiner gerechnet hatte. Gary zog ein Jahr später aus der Stadt und Josh wurde auf eine andere Schule versetzt. Evan hingegen musste ein Schuljahr wiederholen und wir hatten ihn so irgendwie aus den Augen verloren. Nach nur einem Jahr war ich der Einzige, der von der alten Clique übrig geblieben war und
Meine gesamte Persönlichkeit hat sich dadurch verändert. Ich hatte Probleme mit Albträumen. Ich stellte mir vor, wie ich in diesem Lagercontainer festsaß und wie sich meine Lungen mit Metallstaub füllten. Dieser schreckliche, säuerliche, metallische Geruch. Der schräge Boden, der mich immer weiter vom Licht über mir entfernte. Ich sank immer tiefer in ihn hinein. Ich musste daraufhin eine Therapie machen und habe jahrelang versucht, einfach ein normales Leben zu führen. Meine Eltern haben mich dabei auch sehr unterstützt. In gewisser Weise waren sie sogar stolz darauf, dass ich die Wahrheit gesagt und zu unseren Fehlern gestanden hatte. Sie gaben mir nicht die Schuld für das, was passiert war, auch wenn sie sehr enttäuscht waren. Sie wussten, dass wir einfach nur Idioten waren, aber sie wussten ebenso gut, dass ich nie wieder so sein würde. Ich wünschte, es wäre so einfach gewesen. Als ich aus meinen Teenagerjahren herausgewachsen war, blickte ich mit Scham auf die Zeit mit der Clique zurück. Die anderen Jungs hatten jedoch nicht so viel Glück wie ich. Gary wurde mit 17 wegen Autodiebstahls in den Jugendknast gesteckt, Evan verließ die Highschool innerhalb weniger Wochen und Josh hat sich ganz gut geschlagen, aber war ein Außenseiter an der anderen Schule. Es stellte sich auch heraus, dass er sich als schwul outete und scheinbar hatten eine Menge Leute ein Problem damit. Es gibt immer eine Clique. Wenn es nicht wir waren, dann war es jemand anderes. Einer nach dem anderen schien vom Erdboden zu verschwinden und Gary war der Erste. Er starb in der Jugendstrafanstalt, erdrosselt in der Dusche. Es gab zwar ein paar Verdächtige, aber man konnte es niemandem nachweisen. Evan hingegen erschoss sich auf der Toilette seines Teilzeitjobs in der Innenstadt. In seinem Abschiedsbrief stand nur, dass sich alle zum Teufel scheren sollten. Vor einem Jahr waren die einzigen noch lebenden Mitglieder unserer alten Clique Josh und ich. Wir hatten seit über einem Jahrzehnt nicht mehr miteinander gesprochen. Vor nicht allzu langer Zeit traf ich ihn jedoch zufällig in einem Café und wir beschlossen, uns hinzusetzen und uns ein wenig zu unterhalten. Ich erwähnte ihm gegenüber meine Freundin Rosie und er erzählte mir ausführlich von seiner Verlobung mit einem Mann namens Harold. Sie planten wohl einen gemeinsamen Umzug nach Wisconsin. Ich bemerkte jedoch, dass im Hintergrund irgendwelche negativen Schwingungen waren. Josh schüttelte jedoch nur den Kopf. »Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden«, sagte er. »Es ist irgendwie alles seltsam.« »Inwiefern seltsam?« »Denkst du nicht auch manchmal an ihn?« Er brauchte nicht zu erklären, wen er meinte. Natürlich war es Rob, unser ewiger Er. Die Bilder blitzten vor meinen Augen auf. Der Boden des Containers, meine nassen Füße, das Ersticken. Ich war noch nie dort, aber es fühlte sich an, als wäre ich dabei gewesen. Die ganze Zeit, gab ich zu. Glaubst du, er denkt auch an uns? Die Frage traf mich unvorbereitet. Als Josh meine Verwirrung sah, lächelte er nur und winkte ab. Macht nichts, lächelte er. Lass mich die Rechnung holen. 2 Monate später war Josh tot, ertrunken in der Badewanne. Er hat es nie mit Harold nach Wisconsin geschafft. Und von da an ging mein Leben den Bach runter. Ich begann wieder diese Albträume über den Lagercontainer zu haben. Ich stellte mir vor, wie ich an der verrosteten Tür stand und hinunterschaute. Ich sah all ihre Gesichter, blass und leblos und wie sie zu mir hochstarrten. Irgendetwas zwang meinen Körper hineinzugehen und mich ihnen anzuschließen. Egal wie sehr ich mich versuchte davon abzuhalten, ich lief immer weiter hinein. Der steile Metallboden ließ mich ausrutschen und gerade als meine Füße ihre nach mir greifenden Hände berührten, wachte ich auf. Überall auf meinem Kopfkissen waren Handabdrücke. Rostige Handabdrücke. 2 Wochen nach Joshs Beerdigung bekam ich einen Brief. Er wurde mir als Teil seines Testaments zugesandt. Das Papier war mit rostigen Handabdrücken übersät und schien in Panik gekritzelt worden zu sein. Mein Name stand ganz oben auf dem Papier, daher wussten sie wahrscheinlich, an wen sie ihn schicken mussten. Bleib nicht zu lange an einem Ort. Er sucht nach dir. Das war die erste Zeile. Der Brief war wie eine Liste geschrieben. Schlaf im Badezimmer, da gibt es weniger Ablagerung. Das erklärte, warum er auch dort gefunden wurde. Versuche nicht zu schlafen, denn dann kommt er und sucht nach dir. Eine weitere Erklärung. Er musste vor Erschöpfung in der Wanne eingeschlafen sein. Wenn du das liest, bin ich schon bereits tot. Bitte erzähle Harold nichts davon. Sei vorsichtig. Ich dachte nicht, dass ich in dieser Nacht schlafen würde, aber ich tat es. Ich war so gestresst, dass mein Körper einfach abschaltete. Über Stunden klopfte mein Herz extrem und das Adrenalin forderte irgendwann eben sein Tribut.
Merkwürdigerweise war mein Schlaf völlig traumlos und ich war mir der Umgebung, in der ich mich befand, völlig bewusst. Deshalb reagierte ich auch so schnell, als ich die Badezimmertür öffnete. Jemand war in meiner Wohnung. Ich schoss aus dem Bett, schnappte mir meine Schlüssel und mein Telefon und rannte daraufhin einfach los. Raus ins Treppenhaus und wurde von einem schrecklichen metallischen Geruch überwältigt. Ich war fast am Ersticken und musste mich an der Wand abstützen. Dann schaute ich zurück. Da stand er, so wie wir ihn zurückgelassen hatten, in demselben pastellblauen Kapuzenpulli. Dasselbe blasse Gesicht, das vor Rost nur so triefte. Rote Schlieren an den Ohren, Nase, Mund und Augen. Die Haare auf der linken Seite seines Kopfes standen gerade nach oben, als hätte er in einem seltsamen Winkel geschlafen. Er war wegen mir gekommen. Ich spürte, wie meine Gelenke anfingen zu schmerzen. Schnell eilte ich die Treppe hinunter und spürte, wie etwas in meinem linken Knie knackte. Zwar stürzte ich, aber konnte mich gerade so noch auffangen. Glühbirnen über mir begannen zu platzen und mit einem Mal wurde alles dunkel und die Luft stickig. Ich konnte zwar mein Bein nicht belasten, aber ich humpelte in den ersten Stock hinunter. Ich erlebte nun meinen Albtraum. Die Dunkelheit kam näher. Etwas griff nach mir und zog mich hinunter, woraufhin ich durch die Tür und in die kühle Nacht stürzte. Als ich draußen war, musste ich mich übergeben. Rost. Ich hustete. Noch mehr Rost. Das ist jetzt schon Wochen her und ich habe seither mein Leben nach Joshs Brief gelebt. Wenn ich länger als ein paar Nächte am selben Ort bleibe, ist irgendwann alles mit Rost bedeckt und mein Husten wird schlimmer. Ich darf nichts in meiner Nähe aufbewahren, sonst greift der Rost an und er scheint aktiver, wenn ich schlafe. Ich bin einmal in meinem Auto eingeschlafen und am nächsten Morgen war das verdammte Ding hinüber, samt dem Schlüssel. Manchmal sehe ich den pastellblauen Kapuzenpullover im Vorbeigehen. Manchmal befindet er sich am Straßenrand oder auf der anderen Straßenseite bei einem bekannten oder entfernten Familienmitglied, das so freundlich ist, mich für die Nacht aufzunehmen. Er ist auf der Suche nach mir. Er ist nicht schnell, aber er kommt. Er hat sich mich bis zum Schluss aufgehoben. Ich schlafe hauptsächlich in Badezimmern, aber ich fülle die Badewanne nicht mit Wasser. Ich habe aus Joshs Fehlern gelernt. Es bildet sich zwar immer noch irgendwann etwas Rost, aber wenn ich genug Abstand gewann, konnte ich normalerweise einen Tag länger dort bleiben, wenn ich wachsam blieb. Ich fahre so oft wie möglich mit dem Bus oder der Bahn. Ich kann mir nicht ständig neue Autos leisten und nachdem ich schon den dritten Mietwagen ruiniert habe, ist niemand mehr bereit, mir einen zu leihen. Koffeintabletten sind auch buchstäbliche Lebensretter, aber ich weiß nicht, wie viel mein Herz noch verträgt. Ich bin so verdammt müde. Mein linkes Knie ist immer noch kaputt und schmerzt einfach nur. Ich habe es einmal bei einem schlimmen Sturz aufgeschürft und ich bin mir nicht sicher, ob es Blut oder Rost war, der da herauskam. Meine Haut blätterte jedenfalls wie Rost herunter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich schreibe dies von einem Computer in einer öffentlichen Bibliothek. Ich tue dies zwar in Eile, aber es bildet sich bereits der Rost und die verdammte E-Taste klemmt ständig. Mein Husten wird auch immer schlimmer. Außerdem schlafe ich kaum und meine Hände sind voller Rost. Ich habe sie mir inzwischen so oft gewaschen, dass ich bereits Ausschlag bekomme und dennoch kehrt der Rost immer wieder zurück. Heute Nacht zieht ein Sturm auf und ich glaube nicht, dass in nächster Zeit Züge oder Busse fahren werden. Ich werde versuchen, so lange wie möglich zu laufen, aber ich habe Angst, dass ich einfach am Straßenrand zusammenbreche. Ich werde vielleicht versuchen, per Anhalter zu fahren, aber ich möchte auch niemanden in Gefahr bringen. Meine Familie hat keine Ahnung, wo ich bin oder was ich tue. Rosie ist wahrscheinlich verrückt vor Sorge. Ich bin mir nicht sicher, warum mein erster Instinkt war, von Freunden und Familie wegzukommen, aber ich will da niemanden hineinziehen, wenn er von all dem nichts weiß. Weißt du? Ich denke, ich sollte tun, was Josh getan hatte. Nur für den Fall. Es alles aufzuschreiben. Deshalb bin ich hier. Dieser Husten bringt mich langsam um. Er reibt an meiner Lunge und ich bin mittlerweile so blass wie ein verdammter Geist. Bitte helft mir. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Eigentlich hätte ich in dieser Nacht nicht fahren sollen.
Üblicherweise war Pat unser designierter Fahrer, aber das schienen sie alle nach der Hälfte des Abends vergessen zu haben und begannen ordentlich zu trinken. Während ich noch denselben Cocktail trank, sah ich bereits, wie ihre Gesichter rot wurden und sie anfingen, sich wackelig zu bewegen. In dem Moment wusste ich, dass mein Alkoholkonsum auf der Stelle zu Ende und ich für sie nun verantwortlich war. Ich war verärgert, aber da ich eh nicht vorgehabt hatte, mich an diesem Abend abzuschießen, dachte Pat wohl, dass ich mich geradezu angeboten hatte, seinen Platz einzunehmen. Jedenfalls half ich Pat und unseren anderen Freunden Cynthia und James ins Auto und ließ mich in den Fahrersitz fallen. Pat murmelte irgendetwas davon, was für ein toller Freund ich sei, und erntete dafür nichts als Sticheleien von mir. Die anderen beiden wurden ohnmächtig, bevor sie sich überhaupt angeschnallt hatten, sodass ich mich wie eine Mutter über sie beugen musste, um sie anzuschnallen. War ich auch so schlimm, wenn ich trank? Ein weiterer Anflug von Ärger überkam mich. Sie konnten alle ruhig schlafen, während ich wach und aufmerksam bleiben musste, um für sie Taxi zu spielen. Außerdem war ich nicht sonderlich scharf darauf, speziell Pat nach Hause zu fahren. Es gibt da nämlich diesen Tunnel zwischen seinem Haus und dem Stadtzentrum. Für alle anderen ist das ein ganz normaler Tunnel, aber ich kann ihn nicht ausstehen. Ich bekomme eine Gänsehaut, weil mir als Kind dort etwas passiert ist. Ehrlich gesagt, machte mir sogar eine Heidenangst. Normalerweise nehme ich eine andere Route, um zu ihm zu fahren, aber das verlängerte die Fahrt um eine Stunde und um 2 Uhr morgens in einem Auto, das nach getrockneter Kotze roch, habe ich den Fehler begangen, mich für den Tunnel zu entscheiden. Ich möchte aber noch einmal klarstellen, dass ich, als ich gerade sagte, dass der Tunnel mir Angst mache, niemals hätte vorhersehen können, was in dieser Nacht passieren würde. Als ich noch ein Kind war, erzählte mir mein Bruder, dass der Tunnel das Maul eines Riesen sei und man nur überleben könne, wenn man den ganzen Weg hindurch die Luft anhalte. Im Nachhinein betrachtet war das ziemlich dumm, aber Kinder glauben die seltsamsten Sachen. Also hielt ich die Luft an, bis ich nicht mehr konnte. Bis die Welt fast nur noch aus Dunkelheit mit seinen paar kleinen Lichtpunkten bestand. Dann atmete ich ganz leise ein und hörte einen Schrei vom anderen Ende des Tunnels kommen. Ich war überzeugt, dass ich den Riesen auf mich aufmerksam gemacht hatte und wir nun sterben würden. Kannst du dir das vorstellen, in solch einem Alter eine echte, ehrliche Angst vor dem Tod zu erleben? Nun, da ich dies offensichtlich schreiben kann, bin ich natürlich nicht im Bauch eines Monsters gestorben. Stattdessen hyperventilierte ich, schlug die Hände vor den Mund und machte mich auf das Schlimmste gefasst, bis wir auf einen Autowrack stießen. Jemand hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war direkt in die Tunnelwand gekracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Geräusch gewesen sein musste, das ich gehört hatte. Ich sah jedoch keinen einfachen Unfall. Durch die Linse der kindlichen Vorstellungskraft sah ich das verbogene Metall als ein Auto, das von den Zähnen des Riesen zermalmt wurde. Ich nahm an, dass der Unfall irgendwie meine Schuld war. Und das alles nur, weil ich einen Atemzug genommen hatte. Danach wollte ich nie wieder durch diesen Tunnel fahren. Und wenn ich doch musste, hielt ich die ganze Zeit die Luft an, nur für den Fall. Als ich älter wurde, verwandelte sich diese Angst in die simple Vermeidung des Tunnels. Was uns jedenfalls zu dieser Geschichte führt. Zu mir, wie ich am Straßenrand in der Nähe des Tunnels anhielt, während meine 3 Freunde auf dem Beifahrersitzen ohnmächtig dasaßen. Ich glaube, ich hatte eher ein Unbehagen, als wirklich verängstigt zu sein. Irgendetwas an der Art, wie sich der Wind durch den Eingang des Tunnels bewegte, machte mich nervös. Ich konnte das Heulen schon mit hochgekurbelten Fenstern hören. Zuerst kam mir der Gedanke, dass ich warten würde, bis ein anderes Auto vorausgefahren wäre, aber das kam mir ein bisschen albern vor. Wobei man ja sagt, in unserer Zahl liegt die Kraft. Es dauerte nicht lange, bis ein kleiner Corolla mich überholte und in die Dunkelheit eintauchte. Sofort gab ich Gas und fuhr hinterher, wobei ich versuchte, mir keine allzu großen Gedanken zu machen. Es war angenehm, die Rücklichter zu sehen, die den Weg vor mir ausleuchteten. Ich folgte ihm etwa bis zur Hälfte des Tunnels. Bis zu dem Punkt, an dem ich anfing, leicht mit meinem Atem zu kämpfen. Ich spürte, wie ich ihn irgendwie instinktiv immer wieder anhielt. Bis dahin lief es jedenfalls recht gut und ich begann mich sogar ein wenig zu entspannen. Aber das war die Ruhe vor dem Sturm. Plötzlich geschah etwas Seltsames. Das Auto vor mir begann zu schrumpfen, als würde es heftig beschleunigen. Ich gab daraufhin Gas, um es zu verfolgen und sein Licht nicht zu verlieren, aber egal wie schnell ich fuhr, der Abstand zwischen uns wurde immer größer. Ich konnte nicht einmal mehr das Aufheulen des Motors hören und verstand nicht, warum oder wie es so schnell und leise davonfuhr. Der Corolla schrumpfte immer weiter und beleuchtete die scheinbar immer enger werdenden Tunnelwände.
Am liebsten hätte ich angehalten und umgedreht, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass es sich um eine optische Täuschung handelte. Auch hätte ich wohl umgedreht, wenn mir zu diesem Zeitpunkt aufgefallen wäre, dass wir schon längst aus dem Tunnel hätten draußen sein müssen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und dieser Corolla war wohl mein Baum. Als der Wagen langsam am Horizont verschwand, merkte ich, wie verkrampft ich das Lenkrad hielt und hörte auf, mich auf meinen Konvoipartner zu konzentrieren. Ich wurde langsamer und betrachtete unsere Umgebung. Wo war die linke Fahrspur? Verschwunden, stellte ich fest. Wir befanden uns zwischen engen Tunnelwänden eingeklemmt, während die Decke so niedrig schien, dass ich mit einem Lieferwagen wohl dessen Dach geschrammt hätte. Mein erster Gedanke war, dass ich irgendwie in einen Wartungstunnel gekommen sein musste und Glück gehabt hatte, Pats Auto dabei nicht zu zerschrotten. Aber dann bemerkte ich, wie dunkel es war. Da der Corolla nun völlig außer Sicht war und es keine Deckenlampen gab, konnte ich nur so weit sehen, wie meine Scheinwerfer auch leuchteten. Alles darüber hinaus war stockfinster, wie in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Ich war mir nicht sicher, wie weit ich in den Wartungstunnel hineingefahren war und auch nicht, ob er in einer Schleife wieder auf die Hauptstraße münden würde. Obendrein hatte ich keinen Platz, um das Auto zu wenden, und der Gedanke, den ganzen Weg rückwärts zu fahren, erfüllte mich mit einem starken Gefühl des Grauens. Ich wollte nicht nach vorne schauen, aber irgendetwas sagte mir, dass ich meine Augen auf die Straße vor mir richten musste. Was war sicherer? Die Straße vor mir, die gänzlich leer war, oder die hinter mir, die ich kaum sehen konnte, weil Pat zu geizig war, um sich LED-Rücklichter verbauen zu lassen? Ich schluckte einen Knoten der Besorgnis herunter und stellte mir vor, dass ich im Rachen des Riesen säße. Als ich versuchte, die Tür zu öffnen, stellte ich fest, dass die Wand so nah war, dass ich nur den Fuß herausquetschen konnte. War der Tunnel schmaler geworden? Nein, es konnte unmöglich sein. Ich zog die Tür wieder zu und beschloss, weiterzufahren. Meine Hoffnung bestand darin, dass der Tunnel sich verbreitern würde und ich irgendwann abbiegen könnte. Jedenfalls ging ich es sehr langsam an. Die Reifen knackten unter uns. In meinem peripheren Sichtfeld bewegte sich etwas und mein Blick schoss zum Seitenspiegel. Ich könnte schwören, dass ich den Beton hinter mir einknicken sah. Mit zusammengebissenen Zähnen versuchte ich, Pat wachzurütteln, aber es war vergeblich. Ich konnte meine Haut spüren, jeden Zentimeter davon. Es war, als wäre ich mir meiner selbst plötzlich übermäßig bewusst. Und sie juckte. Das Blut schoss mir in den Kopf und ich schwöre, ich konnte spüren, wie sich meine Augäpfel bewegten. Ich musste mich ausstrecken. Ich musste raus aus dieser bedrückenden Enge. Die Wände kamen immer näher. Meine Kehle schnürte sich zu und das Atmen fiel mir immer schwerer. War das meine Einbildung? Ich schlug verzweifelt gegen Pat und obwohl ich es bei Cynthia und James versuchen wollte, konnte ich mich nicht dazu durchringen, mich zum Rücksitz umzudrehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagte mir mein Bauchgefühl, dass, wenn ich mich umdrehte, eine Betonwand vor uns auftauchen würde. Ich weiß nicht, ob es Stur oder Dummheit war, mich nicht umzudrehen. Ich weiß nicht, ob es falsche Hoffnung, Logik oder Angst war. Ich habe keine Ahnung, was mich dazu brachte, weiterzufahren, obwohl ich das Schaben von Metall am Beton hörte. Obwohl sich meine Nägel in das Lenkrad gruben und splitterten, während ich mit meinen Zähnen knirschte. Ich versuchte weiter in den Tunnel dazu zu bringen, mich loszulassen. In dem Moment hörte ich einen Schlag, einen kräftigen Wham! Gegen Pats Tür. Als ich mich traute hinzusehen, wich mir die Farbe aus meinem Gesicht. Da war etwas an der Wand, etwas, das aus ihr herauskam, um genau zu sein. Es waren felsige Finger, die aus einer Handfläche ragten und gegen das Glas drückten. Die Wand kräuselte sich wie eine Welle und die Hände schienen auf ihr zu reiten, während sie immer schneller wurden. Ich beschleunigte ebenfalls mein Tempo, ohne zu wissen, ob ich wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde oder meiner Erlösung näher kam. Die Hände hielten jedenfalls ihr Tempo und folgten mir mit 80 km/h, als ob es nichts wäre. Die Wände kamen immer näher. Ich war in der Dunkelheit eingeschlossen. Die Wände bewegten sich, fest, aber biegsam. Weich wie flüssiger Beton, aber als sie auf das Auto trafen, flogen Funken. Ich bemerkte, dass ich schrie. Ich drückte auf das Gaspedal, um die Geschwindigkeit des Wagens weiter zu erhöhen, aber die Hände folgten. Weitere tauchten auf. Ich konnte sie im Rückspiegel sehen, in den Seitenspiegeln, direkt vor mir. Sie waren überall, kratzten und klopften an das Auto und versuchten hineinzukommen. Ich schrie immer noch so laut, dass mein Hals sich wie Sandpapier anfühlte. Gesichter begannen sich von den Wänden zu lösen.
Münder, Augen und Nasen streckten sich wie Formen, die durch den Stoff gedrückt wurden. Ich kann nicht sagen, ob ich immer noch schrie oder ob das Gejaule, das ich hörte, aus diesen Betonmäulern kam. Ich wusste nur, dass ich weiterfahren musste. Ich musste uns in Sicherheit bringen. Ich durfte nicht zulassen, dass sie uns einholten. Uns fingen. Plötzlich hörte ich das vertraute Klicken des Türgriffs. An Pats Tür. In einem anderen Zusammenhang wäre das Geräusch nicht so herzzerreißend und erschreckend gewesen. In diesem Fall trieb es mich jedoch über den Rand meines Verstandes hinaus. So tief in den Brunnen des Grauens, dass ich fast wie betäubt wurde. Mein Nervensystem konnte mit der Reizüberflutung und der Panik nicht mehr umgehen. Ich glaube, man nennt das Resignation. Ich glaube, der Bereich jenseits der Angst ist eine Art Akzeptanz des eigenen Schicksals, des unvermeidlichen Todes. Es ist eine Freundlichkeit, die dein Körper dir in den letzten Momenten deines Lebens entgegenbringt, damit keine Spuren der Angst zurückbleiben, wenn deine Seele deinen Körper verlässt. Oder vielleicht ist es für deine dich Liebenden, damit sie sehen können, wie friedlich du gestorben bist, um leichter weiterleben zu können. Ich denke, es ist jedenfalls besser, als mit wilden Stößen quälender Angst ins Gras zu beißen, während man um Hilfe bettelt und schluchzt. Der Punkt ist, dass ich, als ich die Tür zu öffnen begann, diese Welle der beinahe Beruhigung spürte und meine Augen schloss, um sie geschehen zu lassen. Ich nahm meine Hände vom Lenkrad und ging vom Gaspedal herunter. Und dann war es still. Es gab kein knirschendes Geräusch von Metall auf Beton mehr. Kein Schreien, kein Klopfen oder Kratzen oder etwas Ähnliches. Ich öffnete die Augen rechtzeitig, um zu sehen, wie das Auto endlich aus dem Tunnel herausfuhr. Wie der Nachthimmel in seliger Ferne lag und der Wald einen großen Bogen um uns machte. Die falsche Ruhe verwandelte sich in Erleichterung und diese verwandelte sich schnell in Angst, als ich darüber nachdachte, was gerade passiert war und mir alles klar wurde. Man hört ständig Geschichten von verletzten Menschen, die zu unglaublichen Leistungen fähig sind, um sich zu retten und in dem Moment, in dem sie in Sicherheit waren, dann zusammenbrachen. Das ist im Wesentlichen auch mir passiert. Ich fuhr den Wagen noch ein Stück weiter die Straße hinunter und dann auf den Seitenstreifen. Der Stress ließ mich heftig zittern und ich konnte kaum die Beine aus dem Auto bekommen. Ich fiel auf alle Viere und musste wohl wie ein Besoffener ausgesehen haben. Während ich auf das Gras taumelte, konnte ich hören, wie Cynthia und James auf dem Rücksitz aufwachten und Fragen stellten. Belanglose Fragen wie: Warum halten wir an oder wo sind wir? Es war mir völlig egal, was sie sagten. Ich weiß, was du gerade denkst. In dem Moment, in dem ich die Augen schloss und mein Schicksal akzeptierte, wurden wir aus dem Tunnel befreit. Oder es muss alles nur ein böser Traum gewesen sein oder eine seltsame Episode, die meine Kindheitsängste bewältigte. Aber du würdest dich irren. Das Auto war völlig zerkratzt. Die Beulen im Blech hatten die Form großer Hände und dann war da noch Pat. Pat, der designierte Fahrer, der sich betrunken hatte und mich an diesem Abend zwang, seinen Platz einzunehmen. Pat, mein Freund seit der Grundschule. Pat, der während der gesamten Zeit nicht wegen meiner Schreie, Schläge und Jammern aufwachte. Denn Pat war tot, das Gesicht voll Entsetzen verzogen. Es schien, als wäre er noch rechtzeitig aufgewacht, um den Tod auf sich zukommen zu sehen. Er hatte nicht die Zeit, die Stadien der Angst durchlaufen zu können und die Glückseligkeit am Ende zu erreichen. Das ist jedenfalls der Grund, warum ich glaube, dass dieser Frieden mehr für andere ist als für einen selbst. Denn ich konnte sehen, dass er schreiend gestorben ist. Ich weiß, wie er sich in seinen letzten Momenten gefühlt haben musste, denn ich habe auch jede einzelne Sprosse der Angstleiter gespürt. Aber ich habe überlebt, um diese Geschichte hier erzählen zu können. Letzten Endes wurde Pats Tod als Herzinfarkt eingestuft. Die Beamten glaubten, dass ich am Steuer eingeschlafen war und das Auto in eine Mauer geschleudert hatte, bevor ich die Kontrolle wiedererlangte. Was keinen Sinn machte, da die Kratzer auf allen Oberflächen des Autos waren, sogar am Unterboden. Aber ich nehme an, dass sie irgendeine Erklärung wollten, egal ob sie wahr oder falsch war. Was den Tunnel angeht, so habe ich nicht vor, jemals wieder durch ihn zu fahren. Aber nach meinen Recherchen weiß ich eines, das ich nicht wusste, als es passierte. Es gibt dort keinen Wartungstunnel. Es gibt nur diese eine Straße, was bedeutet, dass der einzige Fehler, den ich in dieser Nacht gemacht habe, darin bestand, überhaupt in das Maul dieses Ungeheuers zu fahren.
Bevor ich auf das rote Scheibentelefon stieß, war die Welt eigentlich nur ein seltsames, fremdes Ding, das sich jeden Tag außerhalb meiner Existenz abspielte. Alle anderen standen in aller Herrgottsfrüh auf, erledigten ihre Routinen und gingen hinaus in die Welt, bereit Kontakte zu knüpfen und erfolgreich zu sein. Ich nicht. Ich hasste die bloße Vorstellung solch einer Routine. Es klang einfach fürchterlich, die meiste seiner Zeit im wachen Zustand in irgendeinem Job zu schuften. Also tat ich nach meinem Abschluss alles, was in meiner Macht stand, um als Freiberufler im Internet arbeiten zu können. Es gelang mir, eine kleine Existenz in einer winzigen, heruntergekommenen Wohnung zu schaffen, um mich so von jeglichen Routinen zu befreien. Kein Pendeln, kein Wecker, kein Zähneputzen, es sei denn, meine Zähne fühlten sich etwas pelzig an. Ich konnte mir jede beliebige Sendung online ansehen, wann immer ich wollte, und konnte jedes Spiel spielen, das mir gefiel, stundenlang. Und das Beste war, ich konnte schlafen. Richtig schlafen. Niemand sonst in der modernen Welt bekam so viel Schlaf wie ich. Die meisten müssen eh schon ihre knappe Freizeit beschneiden und früh ins Bett gehen, damit sie am nächsten Morgen trotzdem müde aufwachen, weil der Wecker sie schon anschrie. Aber mir ging es nicht so. Mein Gehirn wusste, dass es keine geplanten Unterbrechungen geben würde, und so versank ich jede Nacht in eine Welt der Träume, die mit jedem Monat länger und überzeugender wurde. Ich gebe zu, dass ich ein wenig in eine Spirale geriet. Ich konnte es spüren. Ich ging nicht mehr aus, sprach nicht mehr mit Freunden, aber wozu auch die Mühe? Ich lebte wochenlang jede Nacht in meinen Träumen, und wenn ich dann am späten Nachmittag oder frühen Abend aufwachte, hatte ich manchmal Schwierigkeiten, mich daran zu erinnern, wer meine Freunde überhaupt waren. Es fiel mir erst wieder ein, als ich online mit ihnen sprach und meine Erinnerungen sich auffrischten. Je länger ich in diesen anderen Reichen verbrachte, desto mehr Kontrolle lernte ich, und meine Klarheit konzentrierte sich fast ausschließlich darauf, herauszufinden, wie man flog. Das Lustigste war, als ich es tatsächlich für ein paar Sekunden schaffte, war das Einzige, was ich machen wollte, es den Leuten um mich herum zu zeigen. Den Traummenschen. Keine wirklichen Leute. Was spielte es auch für eine Rolle, ob es sie interessierte? Sie waren nicht echt. Außerdem zeigten sie mir überall die kalte Schulter. Sie reagierten auf meine Levitation so, wie eine wache Person auf ein vorbeifahrendes Auto reagiert. Ich meine, ein Auto kann vielleicht einen mittelalterlichen Bauern schockieren und erstaunen, aber mich zum Beispiel jetzt nicht. Und genau so reagierten die Traummenschen, wenn ich versuchte, sie mit meinem Fliegen zu beeindrucken. Mit der Zeit brachte jedenfalls diese passive Zurückweisung eine gewisse Bitterkeit in meiner Psyche zum Vorschein. Fliegen war etwas, wovon die gesamte Menschheit seit Jahrtausenden geträumt hatte, und ich stand kurz davor, es zu meistern. Aber keiner der hohlen Menschen, die meine Traumwelt bevölkerten, scherte sich darum. Anstatt jede Nacht normal zu träumen, begann ich stattdessen Albträume zu bekommen. Die Geometrien in meinen nächtlichen Träumen zerfielen. Geordnete Städte wurden zu Gassenlabyrinthen, aus offenen Hügeln wurden steile Schluchten, und die rar gesäten Menschen, denen ich begegnete, weckten ein recht großes Misstrauen in mir. Sie sahen oft zerzaust, hungrig und irgendwie traumatisiert aus. Glücklicherweise hielten sie sich von mir und sich voneinander fern und schlossen sich nur zusammen, wenn die Gestalten der unendlichen Nacht in diesem Land ohne Sonne auftauchten. Es war während einer dieser endlosen Schreckensläufe, als ich auf das rote Scheibentelefon stieß. Ein alter Mann und ich waren in einer Schlucht gefangen, die allmählich zu eng wurde, um ihr weiter zu folgen, während ein schillernder Strudel unsichtbarer Arme und Beine in unsere Richtung trieb. Meine amateurhaften Flugkünste hätten mich nicht von so etwas Riesigem weggebracht. Aber in diesem Moment sah ich es. Das Telefon war in das raue Gestein der Schlucht eingelassen, als hätte jemand eine kleine Nische gemeißelt, um es dort einzulassen. Auf eine ganz neue Art ängstlich griff ich hinein, hob den Hörer ab und hielt ihn an mein Ohr. Das Gefühl, das von diesem Telefon ausging, lässt sich nur so beschreiben. Es war eine große, kalte, stille Leere. Es fühlte sich an, als hätte ich eine Lücke in den Wänden des Gefängnisses meines eigenen Bewusstseins gefunden. Ich drückte den Hörer fest gegen mein Ohr, um die grenzenlose Luft dahinter zu hören. Ein subtiles Rauschen bewegte sich im Wind. Aber das Knistern verwandelte sich in eine Art Atmen. Jemand hörte zu. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich die Anwesenheit eines anderen, bewussten Geistes in meinem Traum. Der griesgrimmige alte Mann, der hinter mir wimmerte und sich zusammenkauerte, als diese Gestalt näher kam, war nicht real. Aber das war es. Ich habe nichts gesagt.
Ein erdrückendes Gefühl der Angst hielt mich davon ab, laut zu denken. Dennoch wusste ich, dass er wartete. Ich konnte es spüren. Ich wählte eine Nummer, die 4. Die kreisende Bewegung der Drehscheibe hörte nicht auf, als ich losließ. Sie drehte sich weiter rückwärts, beschleunigte sich, dehnte sich aus und wurde zu einem Strudel aus Karmesin statt Dunkelheit. Die Abscheulichkeit, die in der Schlucht auf uns zukam, rückte in weite Ferne, während sich die Traumwelt zu einem lang, langgezogenen Tunnel verdichtete, der sich mit erschreckender Geschwindigkeit zusammenzog. Dann, wie von einem Schlag in den Magen, wachte ich auf und setzte mich im Bett aufrecht. Mein latentes Schwindelgefühl verflog, als ich auf das bernsteinfarbene Quadrat an der Wand starrte. Die Abendsonne schien durch mein Fenster. Das war doch nicht wirklich passiert, oder? Es war alles Teil meines Traumes gewesen. Es wäre lächerlich zu glauben, dass ich tatsächlich mit einer Art Wesen außerhalb meines eigenen Geistes verbunden war und das mich geweckt hatte, weil ich die 4 auf einem Telefon mit Drehscheibe gewählt hatte. Ich verschwendete jedoch keine Gedanken an den alten Mann, den ich allein hatte sterben lassen. Er war schließlich nicht real. Als ich aufstand, Kaffee kochte und mich an meinen Computer setzte, stellte ich fest, dass ich mich an die Träume der Nacht so detailliert erinnern konnte, als wären sie wirklich passiert. Die visuellen und emotionalen Empfindungen waren alle verblüffend lebendig und ich konnte mich an die Angst und die Einsamkeit als mehr als nur vage Gefühle erinnern. Als ich so dasaß und darüber nachdachte, wurde mir klar, dass die 4, die ich gewählt hatte, mich nicht nur geweckt hatte. Sie hatte mir auch erlaubt, meine Traumerinnerung zu behalten. Das bedeutete, dass das rote Telefon nicht nur ein Hirngespinst gewesen war. Als ich versuchte, die Tatsache zu verarbeiten, dass ich tatsächlich auf etwas gestoßen war, das größer als wir zu sein schien, erhob ich mich unruhig. Diese dunklen und zerklüfteten Länder fühlten sich viel zu real an, als dass ich mich bei dem Gedanken wohlfühlte. Normalerweise diente der Nebel der Träume als eine Art emotionaler Panzer, aber jetzt sah ich die Bedrohung in jeder schattigen Ecke meines Zimmers. Ich musste gehen, musste raus. Zum Glück verkaufte die örtliche Tankstelle rund um die Uhr Softdrinks, also ging ich wie so oft dorthin. Ja, das war ein banales Ziel, durch das ich mich besser fühlen würde. Es war meine Routine. Zuerst spähte ich durch mein Fenster, um mich zu vergewissern, dass mein Nachbar Rick nicht draußen war. Ich begegnete ihm oft nachts und mit anderen Leuten zu reden war das Letzte, was ich zu solch später Stunde tun wollte. Als ich vorsichtig aus der Haustür trat, aus der mittleren in einer langen Reihe ähnlicher Türen in ähnlichen Stadthäusern, hatte ich das seltsame Gefühl, dass ich meinem Albtraum noch nicht ganz entkommen war. Ein schmales Band von tiefem Purpur am Horizont zu meiner Rechten versprach, dass das Licht, das ich noch hatte, bald verblassen würde. Ich atmete tief ein, um mich zu vergewissern, dass nicht gleich eine Gestalt mit Tentakeln über den Dächern hinter mir auftauchen würde. Also stand ich da und starrte nach oben. Es war doch unmöglich, dass tatsächlich etwas auftauchen würde, oder? Mein Herz begann schmerzhaft in meinen Brustkorb zu schlagen. Die offene, wolkenverhangene Dunkelheit schien voller Bedrohung zu sein. Die labyrinthähnliche Straße um mich herum, flankiert von hohen und schmalen Gebäuden, erinnerte mich sehr an die zerrütteten Canyons. War da ein Geräusch im Wind? Ein Flüstern? Die Tür zu meiner Linken öffnete sich abrupt. Rick trat heraus, sehr zu meiner gleichzeitigen Erleichterung und Verärgerung. Er kam mit einem breiten Lächeln zu mir gelaufen. »Hey Kumpel, gehen wir beide wieder zur Tankstelle?« fragte er. Das Timing von diesem Kerl war der Wahnsinn. Ich verbarg meine Frustration, aber nur knapp. »Sieht so aus. Cool. Zockst du heute Abend irgendwelche interessanten Games? Ich zock auch gerade ein neues. Kann ich genug davon bekommen?« Sollte es nicht eigentlich unhöflich sein, mit Fremden zu reden? Ich hatte nie einen Weg gefunden, Rick dazu zu bringen, nicht mehr mit mir zu reden, also gab ich nur vage, allgemeine Antworten, während wir liefen. Wenn ich in der Lage gewesen wäre, auf etwas anderes zu achten als auf sein ständiges Geschwätz, hätte ich die Bewegung vielleicht früher bemerkt. Ein Schatten fiel über uns, gerade als der letzte Schimmer von Lila am Horizont verschwand. Eine riesige graue Hand schloss sich um einen nahegelegenen Schornstein und zog das ätherische Gewicht von etwas hinterher. Sie begann sich den Weg nach unten über die Dachschräge zu bahnen. Dahinter krallte sich ein Tentakel mit krakenartigen Saugnäpfen an der Seite eines Stadthauses fest und zog sich voran. Es schien sich wie in diese Welt hineinzukrallen. Rick bemerkte meinen Gesichtsausdruck, drehte sich um und starrte mich an. Ausnahmsweise hörte er auf zu reden.
Ich schubste ihn und er nahm das Stichwort an. Wir rannten los. Die Straßen und Gassen unserer Stadt erstrahlten in wechselnden Lichtern, aber die Dunkelheit löschte sie immer wieder aus, bevor wir uns in Sicherheit bringen konnten. Neonschilder flackerten auf und blaue Straßenlaternen wurden schwächer. Rick zückte sein Handy, um uns den Weg zu leuchten, aber wir sahen nicht viel. Wir flohen eine mit Müll gefüllte Gasse hinunter, nur knapp vor den greifenden Gliedmaßen über uns. Dann drängten wir uns in einen Teil zwischen zwei Gebäuden, der so eng war, dass die Ziegel auf beiden Seiten an uns rieben, während wir uns hineinzwängten. Rick kam nach der Hälfte des Weges nicht mehr weiter und der schraubstockartige Griff der Wände hielt ihn nun fest. Bis zu diesem Punkt hatte meine Panik nicht wirklich eingesetzt. Solange das Labyrinth einen anderen Weg bot, hatte das Tier in mir all seine Hoffnung in die Flucht gesetzt. Jetzt aber waren wir in die Enge getrieben. Ich schaute an Rick vorbei auf die gedankenlosen grauen Finger, die versuchten, sich von oben entlang der Kanten hineinzudrängen. Dann drehte ich den Kopf in die andere Richtung, um meine Fluchtmöglichkeit zu überprüfen. Ich konnte es schaffen. Ich konnte die andere Seite erreichen und mich ins Freie quetschen. Ich konnte entkommen. Genau wie bei dem alten Mann, den ich in meinen Albtraum zurückgelassen hatte, konnte ich mich auf Kosten eines anderen retten. Aber dieser alte Mann war nicht real gewesen. Er hatte keine Bedeutung für mich gehabt. Ich mochte Rick nicht einmal. Richtig. Warum sollte mich das stören? Und ich habe es getan. Ich traf die Entscheidung, wegzulaufen, mit meinem Herzen. Ich konnte die Panik nicht ertragen und ich wusste, dass Rick dort allein in der Nacht auf schreckliche Weise sterben würde. Ich wollte lieber leben, als vergeblich zu versuchen, ihn zu retten. Direkt vor meinem Gesicht war in die Backsteinwand ein rotes Scheibentelefon eingelassen. Das konnte nicht hier sein. Das war nicht möglich. Mit Tränen in den Augen flehte Rick mich an, etwas zu tun. Oben schoben sich graue Tentakel an seinen Händen und Fingern vorbei und kam immer näher. Ich habe ihm nicht geholfen. Das war nicht echt, oder? Das musste die Existenz dieses roten Scheibentelefons bedeuten. Ich streckte die Hand aus und nahm den Hörer ab. Diese riesige Unendlichkeit aus kaum hörbarem Rauschen wartet auf mich. Ich wählte wieder die vier. Diesmal war ich jedoch auf den purpurnen Wirbel, das Rauschen und den Schlag in die Magengrube vorbereitet. Ich war draußen. Ich war in Sicherheit. Das Erste, was mir auffiel, war, dass ich übergewichtig war. Mein Haar war braun, strähnig und lang. Die Haut an meinen Händen und Armen war trocken. Ich war älter, aber nicht nennenswert. Was zum Teufel? Langsam auf Muskeln stehend, die vielleicht 10 oder 20 Jahre älter waren als die, die ich kannte, fand ich mich in einer Küche wieder. Am Kühlschrank hingen Bilder von einer Postangestellten um die 40, die mich vage an mein jetziges Ich erinnerte. Ich taumelte nach draußen in die blendende Sonne und schaute mich in der Nachbarschaft um. An der Kreuzung stand ein brennendes Auto. Der Fahrer war nun rein leicht mit Asche bedecktes Skelett. Im nächstgelegenen Hof lagen zwei Kinder, beide in der Nähe eines Fußballs. Ich humpelte hinüber und sah, sie schliefen. Ihre Mutter döste ebenfalls auf der Veranda. Durch das beschlagene Küchenfenster sah ich, dass ihr Vater mit dem Gesicht voran in einen Topf mit kochendem Wasser auf dem Herd gefallen war. Da ich nun wusste, wonach ich Ausschau halten musste, entdeckte ich viele weitere schlafende Nachbarn und Fremde. Einige in ihren Autos, andere auf dem Bürgersteig. Es schlief sogar ein Kind auf einem Dreirad in der Einfahrt. Auch sah ich eine verschüttete Limonade, die noch nicht verdunstet war. Alle Menschen auf der Welt schienen eingeschlafen und das wohl erst seit kurzem. Neblige Erinnerungen versuchten mich durch den schwindenden Schleier des Erwachens zu erreichen. Mein Körper wusste, was mit der Welt geschah. Ich spürte die Anziehungskraft in unserem Geist. Es war ein Netzwerk, Handys, das Internet, das Stromnetz, unsere eigenen Träume. Wir waren sogar gewarnt worden, dass das Gehirn sich irgendwann bilden würde, aber was konnten wir schon dagegen tun? Aufhören zu denken. Und doch war ich ihm entkommen. Ich hatte mich so sehr von anderen Menschen abgegrenzt, dass es mir tatsächlich gelungen war, mich aus dem Netz der Gedanken zu befreien. Ich konnte hierbleiben. Ich war jetzt sicher vor der Gestalt und vor jedem anderen Albtraum. Sogar noch besser. Ich war hier vor anderen Menschen sicher. Der gesamte Rest der Menschheit schlief und es gab nur mich. Ich saß auf den Stufen zu meinem Haus und betrachtete untätig das Kind, das über den Lenker seines Dreirads gebeugt lag. Wenn ich hierbleibe, müsste ich ihnen allen beim Sterben zusehen. Theoretisch könnte ich ein paar von ihnen dazu bringen, zu trinken und zu essen, aber in ein paar Tagen wäre diese Welt voller Leichen.
Ich hatte einen alten Mann in einer albtraumhaften Schlucht sterben lassen und hatte dasselbe mit Rick in einer engen Gasse getan. Ich könnte wahrscheinlich sogar das Kind dort lieber sterben lassen. Das würde so oder so passieren. Aber wenn ich mich den Schläfern anschloss, würde ich die Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit erleben wie sie. Ich hatte mein ganzes neues Leben in den Sekunden gelebt, seit alle eingeschlafen waren. Was bedeutete, dass wir alle noch unzählige Jahre zusammen haben würden, bevor wir verhungerten oder an den Folgen der Kälte starben. Die reale Welt war schließlich viel vorübergehender als der Traum, den wir gemeinsam geschmiedet hatten. Dennoch wäre ich fast geblieben. Es war nur ein einziger Gedanke, der die Waage zum Kippen brachte. Ich hatte Rick nie aus dem Weg gehen können, so sehr ich es auch versuchte. Wo immer ich hinging, er war da, bedürftig, gesprächig und unermüdlich positiv. Als ich da saß und das schlafende Kind beobachtete, verstand ich. Ich ging zurück ins Haus, legte mich ins Bett und schloss die Augen. Das Einschlafen fühlte sich an, als würde ich in eine Lache aus warmem, schwarzem Öl eintauchen. Ich tauchte hinab und hielt den Atem an. Ich kämpfte gegen den Schrecken der Tiefe an, um immer weiter hineinzuschwimmen, bis ich wieder in der Gasse neben Rick auftauchte. Das rote Telefon war verschwunden und ich war wieder ich selbst. Schlimmer noch, die grauen Tentakel waren kurz davor, uns zu erreichen. Es gab einen Ausweg, den ich vorher nie in Betracht gezogen hatte. Zum ersten Mal seit Jahren rief ich absichtlich andere Menschen herbei. Hilfe, schrie ich. Ich drehte meinen Kopf und rief noch lauter. Helft uns. Warum hatte ich immer versucht, allein zu fliehen? Es erschien mir nun töricht, jetzt wo ich es als das erkannte, was es war. Helft uns doch bitte, schrie ich erneut. Ein Hund fing an zu bellen. Unten in der Gasse sah ich, wie in einem Fenster ein Licht anging. Auch Rick fing an zu schreien. Ein Mann tauchte am Ende der Straße auf und schaute schockiert in unsere Richtung. Was zum Teufel ist das? Rief er. Er zückte sein Handy und richtete es auf uns, um die Gestalt zu filmen, aber es war das Licht, das es verlangsamte. Ich rief, dein Licht, mach es heller. Während er das machte, winkte er andere Menschen herbei. In kürzester Zeit tauchten mehrere Leute auf und leuchteten mit Taschenlampen und Handys auf die Gestalt, die daraufhin mit einem leisen Knurren und einem schmerzhaften Rückzug reagierte. Es war nicht tot, bei weitem nicht. Aber die Sirenen in der Ferne bedeuteten, dass die Zivilisation von hier an übernehmen würde. Wir bahnten uns einen Weg aus der Gasse, weg von der versammelten Menge, bis wir wieder draußen waren. Das war verrückt, Mann, keuchte Rick. Ich hätte nicht gedacht, dass du wegen mir zurückkommst. Zurückkommen? Ich suchte die Gasse hinter uns ab, sah aber keine Spur von der Nische mit dem roten Scheibentelefon. Du hast gemerkt, dass ich weg war. Wo war ich denn hin? Er blinzelte ein paar Mal. Verwirrung verdüsterte seine Züge. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich habe nur für den Bruchteil einer Sekunde gespürt, dass du weg bist. Und ich habe mich erschrocken. Ich nickte. Es ist okay. Ich bin jetzt wieder da. Ich war mir ziemlich sicher, dass Rick tatsächlich auf einem Dreirad in unserer Einfahrt schlief. Ich war mir auch zum ersten Mal in diesem Leben sicher, dass diese Person neben mir wirklich real war. Lass uns nach Hause gehen. Du solltest mir mehr über das Spiel erzählen, das du gerade spielst. Wirklich? Wahnsinn! Also, es ist so. Er fuhr mit seinem aufgeregten Geplapper fort, während wir weiterliefen. Ich hörte aufmerksam zu, während ich die Straßen um uns herum beobachtete. Als Reaktion auf die im Himmel schwebende Form erwachte die Stadt zu Leben. Kinder schrien, Menschen warfen ihr Hab und Gut in ihre Fahrzeuge, um zu flüchten, während andere in die Stadt hineinfuhren, um es sich anzusehen. Ein alter Mann saß auf einer Bank auf der anderen Straßenseite und schien keine Angst zu haben. Ich konnte mir zwar nicht sicher sein, ob die Luft, die ich atmete, echt war, aber die Menschen, sie waren tatsächlich hier. Ich schreibe dies und du liest es. Du und ich sind real. Ich verbinde mich mit dir über weite Entfernung und übertrage mit diesen Worten Ideen direkt in deine Gedanken. Ich habe mich jahrelang gegen diese Verbindung gewehrt, habe versucht, mich verbittert abzugrenzen, aber so geht es nicht mehr. Wir sind schließlich alle Neuronen. Thank you.
Als ich 8 war, wurde ich für etwa eine Stunde entführt. Ich weiß, das ist erst einmal eine wirklich seltsame Behauptung, aber glaub mir, das Ganze wird noch merkwürdiger. Mit 8 Jahren entführte mich ein Mann direkt auf offener Straße. Meine Eltern und ich wohnten damals in einer schäbigen kleinen Wohnung ungefähr einen Block von meiner damaligen Grundschule entfernt. Da meine Mutter tagsüber und mein Vater in der Nacht arbeitete, war ich bereits mit 6 Jahren selbst dafür verantwortlich, zur Schule und zurück nach Hause zu laufen. Jeden Tag ging ich denselben Weg und falls mich jemand hätte schnappen und mitnehmen wollen, wäre es für ihn keine große Herausforderung gewesen, meine Routine zu erkennen. Also, mit meinem Power Ranger Schulranzen befand ich mich auf dem Weg zur Schule und dachte an nichts Böses, bis auf den Mathe-Test, für den ich am Abend zuvor nicht gelernt hatte. Plötzlich hielt ein weißer Van so nah neben mir, dass der Seitenspiegel leicht meinen Kopf streifte. Eine Hand packte dann den Griff meines Ranzens und ich versuchte dagegen anzukämpfen, doch die kräftige Hand zerrte mich ohne große Anstrengung auf den Beifahrersitz. Der Mann, zu dem diese Hand gehörte, lehnte sich an mir vorbei und schloss die Autotür. Das wäre die Gelegenheit gewesen, ihn zu beißen, zu treten oder mich in irgendeiner Weise zu wehren, bevor der Van mit mir zusammen weiterfahren würde. Doch ich konnte mich nicht bewegen. Ich war starr vor Angst. Es hatte ihn keine Kraft gekostet, mich von der Straße und hineinzuheben. Als wir losfuhren, blickte ich vorsichtig zu meinem Entführer hinter dem Lenkrad. Schon witzig, wie das Gehirn immer ein ganz bestimmtes Bild eines potenziellen Entführers entwickelt. Wenn uns in der Schule die Lehrer vor Fremden gewarnt hatten, habe ich mir immer einen Mann mit einem langen Mantel und einem breiten Hut vorgestellt, der sein Gesicht verdeckte. Meist hatte er eine sanfte Stimme, damit er freundlich und harmlos wirkte. In all den Serien, die ich eigentlich nicht hätte schauen dürfen und die ich trotzdem geschaut habe, waren Kindesentführer immer diese typisch schmierigen Kerle mit einem Van voller Süßigkeiten oder Kätzchen und einem breiten Lächeln im Gesicht. Dieser Typ jedenfalls sah überhaupt nicht aus wie diese Männer im Fernsehen. Er war groß und irgendwie grau. Er war etwas gruselig. Er schien mehr wie einer der Gefängnisinsassen zu sein, die ich im Fernsehen gesehen hatte, als keiner aufpasste. Er hatte langes, fettiges Haar, muskulöse Arme und einen breiten Brustkorb, der kaum von seinem dreckigen Pulli verdeckt wurde. Seine Augen wirkten eingefallen und müde und er schien verloren in weite Ferne zu blicken, während er den Van durch die Straßen lenkte. Ich wurde panisch bei dem Gedanken, meine Eltern und Spielsachen nie wiederzusehen und dass meine Eltern nichts hatten, um sich an mich erinnern zu können, abgesehen von ein paar Schulfotos, die ich letzte Woche mitgebracht hatte. Über was für unwichtige Dinge sich ein Kind manchmal Gedanken macht. »Keine Sorge, Mark, ich will dir nicht wehtun«, sagte der Mann mit tiefer, rauer Stimme. Ich versteifte mich im Sitz und fragte, »Woher kennen Sie meinen Namen?« Das war wirklich eine dumme Frage. Vermutlich hatte mich der Typ schon seit Wochen gestalkt, bevor er zugeschlagen hatte. Er kannte meinen Namen, die Namen meiner Eltern, meine Adresse. Er kannte bestimmt sogar die Namen der Kinder, mit denen ich auf dem Schulhof gespielt hatte und wusste, wann ich am Morgen das erste Mal auf Toilette ging. Er hatte mich wahrscheinlich wie ein Jäger ein Reh beobachtet und nun war es an der Zeit, das Reh zu Fall zu bringen und zu töten. Weil ich du bin. Seine Antwort hatte mich überrascht. Ich hatte mit vielem gerechnet, dass er mich liebt oder sowas, er mich gern schreien hören würde und sich an meinem verschreckt und vor Angst verzogenem Gesicht ergötzen möchte. Oder dass er mich für immer bei sich behalten möchte und mein neuer Vater sein würde. Aber dass er behauptete, er sei ich? Das kam unerwartet. »Wie meinen Sie das?« fragte ich sichtlich verwirrt. Er starrte geradeaus und schien keine Worte zu finden. Ich dachte wieder daran, dass er mir wahrscheinlich Leid zufügen wollte und mich dann zum Sterben irgendwo im Wald liegen ließ. Sowas taten die Mörder bei Unsolved Mysteries jedenfalls immer. Ich war mir sicher, dass er eine Schaufel oder sowas im Kofferraum hatte. Mein 8-jähriger Verstand sah ihn schon meinen leblosen Körper in den Wald schleppen und ihn in einem Loch begraben. Hunde würden irgendwann kommen und mich erschnuppern und dann würde man mein vollständiges kleines Skelett aus der Erde graben. Meine Eltern würden weinen und schreien wie die Eltern im Fernsehen und Robert Stack würde die Zuschauer bitten, sich zu melden, falls sie irgendwelche Informationen hätten. Woran ein Kind alles denkt, wenn es in Panik ist. Das ist echt schwierig, Kleiner. Jetzt, wo ich hier mit dir sprechen kann, weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Wir saßen bereits ein paar Minuten stumm nebeneinander, als er endlich zu erzählen begann. In 40 Jahren wird die Menschheit das Geheimnis der Zeitreise entschlüsseln. Er hielt kurz inne, dann fuhr er etwas gefasster fort. Bis sie diesen Punkt erreichen, wirst du bereits 20 Jahre von deinem 2-mal lebenslänglichen Urteil abgesessen haben. Im Gefängnis. Ich drehte mich zu ihm und starrte ihn an,
unfähig, die Worte zu verstehen, die er gerade von sich gegeben hatte. »Gefängnis? Warum muss ich ins Gefängnis?«, fragte ich. Er seufzte und fischte eine Zigarette aus dem Becherhalter, in dem ein paar von ihnen lose herumlagen. Er nahm daraufhin ein Feuerzeug vom Armaturenbrett und zündete sie an. »Wir haben ein paar Sachen gemacht, auf die wir nicht sonderlich stolz sind, Mark. Wir haben zu feierlich gehandelt und müssen nun in Ruhe darüber nachdenken. Sagen wir, du hast den einfachen Weg ein paar Mal zu oft gewählt. Und irgendwann musstest du den Preis dafür zahlen. Diese Gegend holt uns alle irgendwann ein, Mark. Du lebst in einer Klärgrube und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Scheiße den Bach runtergeht und dich mit sich reißt.« Das Feuerzeug klickte und erschreckte mich dabei so sehr, dass ich zusammenzuckte. Er presste den Filter an seine Lippen und zog daran. Dann drehte er sich zu mir um. »Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Jemand hat bemerkt, wie ich dich in den Van gezogen habe. Zumindest war es beim letzten Mal so. Die Polizei wird mich in 10 Minuten anhalten und befragen. Du musst dafür sorgen, dass all das nicht passiert. Du kannst diese Gegend nicht dein Leben steuern lassen. Es gibt gefährliche Leute hier. Leute, die für unser Schicksal verantwortlich sein werden. Du musst so weit weglaufen wie nur möglich. Du musst abhauen und niemals umkehren. Wenn du hier bleibst, wirst du für immer verdammt sein. Hau ab, Mark! Hau ab und lebe!« Die Zigarette zitterte zwischen seinen Lippen. Dann schüttelte er mich, schrie mir ins Gesicht und schüttelte mich wieder, während das rote Ende der Zigarette vor seinem Mund hin und her wanderte. Ich spürte, wie durch das Schütteln meine Sicht verschwamm und rote Lichter auftauchten. Dann hielt er inne, drehte sich, um die Lichter zu betrachten und griff in seine Tasche, um ein schimmerndes Stück Metall herauszuziehen. Es war eine Pistole, eine große Pistole, und als er aus dem Auto stieg und sie auf die Polizisten richtete, schienen sie Angst zu haben. Aber sie zögerten nicht, ihn zu erschießen. Sie schrien mich an, als ich aus der Fahrertür kletterte, aber es war mir egal. Ich hielt seine Hand, als er im Sterben lag. Er drehte sein Gesicht zu mir und ich konnte sehen, dass ihm die Hälfte seiner Wange fehlte. Sein Pullover trug nun die Farbe von Herbstlaub und als er versuchte zu sprechen, kam nur ein nasses Gurgeln hervor. Er hustete einen hellen Blutfleck auf mein Hemd und ich weiß noch, wie er sich von dem leuchtenden Gelb abhob, als die Polizisten auf mich zurannten. »Du musst weg, Mark. Weg, bevor es zu spät ist.« Das waren seine letzten Worte. Als die Polizisten uns erreichten, war er bereits tot. Meine Eltern tauchten kurz, nachdem ich auf dem Polizeirevier angekommen war, auf. Mom umarmte mich weinend und Dad wickelte sich ebenfalls etwas unbeholfen um mich. Es war das erste Mal seit Monaten, dass ich mich erinnern konnte, sie zusammen gesehen zu haben. Als sie mich in ihre Umarmung zogen, dachte ich, dass alles gut werden würde. Ich könnte die Prophezeiung des unheimlichen Mannes abwenden und das schreckliche Schicksal verhindern, von dem er mich zu warnen versuchte. Wie naiv ich damals doch war. An diesem Abend hatten Mom und Dad einen schrecklichen Streit. Mom wollte wegziehen und eine Zeit bei Oma und Opa bleiben, bis wir einen anderen Ort gefunden hätten. Sie fühlte sich hier nicht mehr sicher, nicht an einem Ort, an dem Leute am helllichten Tag einfach von der Straße aufgelesen und fast entführt werden. Dad wollte aber nichts davon hören. Er hatte sein ganzes Leben lang dort verbracht und außerdem arbeitete er dort. Er nannte sie verrückt, dass sie vielleicht einfach irgendwo einen anderen Job suchen würde, er aber nicht vorhabe, 10 Jahre Arbeit einfach so wegzuwerfen, weil sie Angst hatte. Als ich in meinem Bett lag, wurde mir klar, dass nicht einfach alles gut werden würde. Ich umklammerte meine ausgestopfte Ninja-Schildkröte, während sie im Wohnzimmer weiter aufeinander losging. Am nächsten Tag kam meine Mutter, um mit mir zu reden. Es wurde beschlossen, dass Mom und ich eine Zeit lang bei meinen Großeltern bleiben würden, und es wurde auch beschlossen, dass Dad in der Wohnung bleiben würde. Aus einer kleinen Weile wurden die nächsten 10 Jahre meines Lebens. Meine Eltern ließen sich ein Jahr, nachdem wir zu Oma und Opa gezogen waren, scheiden. Ich besuchte Dad ein paar Mal, aber Mom bestand gewöhnlich darauf, dass er zu uns kam. Wenn ich ihn jedenfalls besuchte, kam sie mit mir. Sie traute dem alten Viertel immer noch nicht und als ich ein paar Mal zurückkam, sah ich, dass es nur schlimmer geworden war. Gangs und Drogen hatten die Oberhand gewonnen und Dad schien mir irgendwie fremd geworden. Als die Baufirma, bei der er so lange gearbeitet hatte, geschlossen wurde, schloss er sich den Elementen um sich herum an. Mom wollte mir nicht sagen, was er tat, aber ich bin sicher, dass er Drogen herstellte. Das letzte Mal, als ich ihn sah, wirkte er wie ein Zombie aus einem Horrorfilm. Sein Haar war schütter, sein Gesicht hager und
Er roch wie eine Raststättentoilette. Er sagte mir, ich solle in der Schule bleiben und etwas aus mir machen. Er sagte mir, ich solle nicht so enden wie er. Ich solle nicht zulassen, dass Leute, die ich für meine Freunde hielt, mich in etwas hineinziehen, aus dem ich nicht mehr herauskomme. Ob er es wusste oder nicht, er sprach dieselben Worte wie der fremde Mann, als er mir sagte, ich solle nie wieder in die alte Nachbarschaft zurückkehren. Es ist eine Falle, mein Sohn. Das Einzige, was dir passieren wird, ist, dass es dich ruiniert. Als seine Wohnung ein paar Monate später abbrannte, wollte meine Mutter mich nicht einmal zu seiner Beerdigung mitnehmen. Ich war damals 15, hatte gerade die Highschool begonnen und war bereit für den Rest meines Lebens. Meine Großeltern hatten Geld. Geld, von dem ich heute weiß, dass meine Mutter es wollte. Sie boten uns beiden das beste Leben, das ihnen möglich war. Dank des Einflusses meines Großvaters kam ich auf eine Privatschule nach der anderen. Meine Mutter machte mir sehr deutlich, dass ich das Geschenk, das sie mir gemacht hatten, nicht verschwenden sollte, und ich nahm ihre Worte zu Herzen. Als ich 18 Jahre alt war, gehörte ich zu den Besten meiner Klasse und war bereit, fast jedes College zu besuchen, das ich wollte. Auf dem College lernte ich Tabitha kennen. Und mit ihr änderte sich alles. Ich besuchte ein angesehenes College, aber ich werde euch nicht den Namen verraten. Sie waren jedenfalls stolz darauf, mich zu ihren Studenten zu zählen, als ich das erste Mal ihre Hallen des Lernens betrat. So wie ich es auch schon an der Highschool getan hatte, nahm ich an meinen Kursen aufmerksam teil. Ich habe mich hervorgetan, bin aufgefallen und wurde für meine harte Arbeit gelobt. Ich kam auf die Dekanatsliste und wurde in akademische Kreise eingeladen, die mir meinen eigenen Einfluss sichern würden, wenn meine eigenen Kinder mal zur Schule gingen. Ich war so weit von diesem Bürgersteig in meinem alten Viertel entfernt, wie ich es noch nie zuvor gewesen war. Tabitha war ein Jahr über mir. Sie war eine Filmstudentin, die ich durch einen Freund kennengelernt hatte. Vom ersten Moment an wusste ich, dass ich sie wollte. Mein Kumpel Jace war nicht das, was man als auf sein Studium konzentriert bezeichnen würde. Jace wurde mit einem Sportstipendium angenommen und ich hatte akzeptiert, dass er nur noch hier war, um zu feiern und Mädchen kennenzulernen. Jace hielt es für den Gipfel der Komik, mich dazu zu bringen, mein Studium zu schwänzen und mit ihm und seinen Freunden abzuhängen, und Tabitha war eine dieser Freundinnen. Sie war es, die dafür sorgte, dass ich in mein altes Leben zurückkehrte. Alles begann damit, dass Jace in meinem Zimmer war und eine Person anrief, bei der er normalerweise Drogen kaufte. Motherfucker! Schrie er, knallte das Telefon zu und schreckte mich dadurch von meiner Arbeit auf. Er will nicht mehr an mich verkaufen, schmollte er und zog die Füße vor die Brust, als er sich auf mein Bett setzte. Er sagt, dass meine Freunde ständig anrufen und vorbeikommen, und er denkt, dass mit ihnen auch bald die Cops antanzen. Wo soll ich denn jetzt meinen Äther herbekommen? Äther war eine Droge, die zu dieser Zeit auf dem Campus in Mode war. Ich wusste, dass sie auf Amphetamin basierte, aber darüber hinaus wusste ich nicht viel darüber. Ich hatte schließlich keine Drogen genommen. Ich mag es, meinen Verstand beieinander zu haben, und abgesehen von dem Wissen, das ich durch Jace und seine Freunde hatte, wusste ich nicht viel über die ganze Kultur. Ich sollte für die Party heute Abend etwas besorgen. Jetzt muss ich dort mit leeren Händen auftauchen, sagte er. Eine Party? Vielleicht würde Tabitha auch dort sein. Ich wollte sie wiedersehen, aber wenn Jace nicht mehr zu Partys eingeladen wurde, würde ich es auch nicht mehr werden. Ich überlegte kurz und merkte, dass ich vielleicht doch nicht so unwissend war, wie ich dachte. Vielleicht kannte ich ja doch jemanden. Ich kenne einen Ort, in dem man Drogen bekommen kann, sagte ich fast schüchtern. Eine Stunde später hielten wir vor dem Haus meines Onkel Randys. Onkel Randy war das, was ich die meiste Zeit meines Lebens immer als Dads Freund Randall bezeichnet hatte. Er und Dad waren Jugendfreunde gewesen. Onkel Randy war auch der Trauzeuge bei der Hochzeit meiner Eltern, und ich hatte auch nach Dads Tod noch ein wenig Kontakt zu ihm gehalten. Sein Haus war früher einmal wirklich hübsch gewesen. So hübsch wie ein Junggesellen, hatte Mom oft gesagt, aber jetzt sah es heruntergekommen und irgendwie unheimlich aus, als wir vorfuhren. Jace sah aus, als sei er es nicht gewohnt, Drogen zu kaufen, aber ich kletterte hinaus und sagte ihm, er solle mir folgen. Randy saß auf seiner Veranda und sah ziemlich mitgenommen aus. Er hatte eindeutig schon eine ganze Weile lang gekocht. Seine Verbrennungsnarben und Akne zierten sein Gesicht, während sein zurückweichender Haaransatz etwas gestutzt schien und sein glänzender Bart die Aufmerksamkeit auf seinen fettigen Pferdeschwanz lenkte, der schlaff von seinem Hinterkopf herabhing. Er sah wie jeder Internet-Troll aus, den man je in einem Meme gesehen hat, aber seine Wieselaugen waren voll mit stillem Hass und einem gierigen Hunger nach allem, was er von anderen bekommen konnte. Er grüßte mich zwar herzlich, aber
Diese Augen lächelten nie. Wir kauften ihm etwas Äther ab und waren ohne viel Reden oder Smalltalk auch schon wieder weg. Offenbar hatte Onkel Randy keine Zeit mehr für Smalltalk. Die Party war jedenfalls ein großer Erfolg. Tabitha war da und nachdem Jace ihnen allen erzählt hatte, wie ich die Party gerettet habe, wurde sie mir gegenüber ein wenig offener. Ich brauchte den Äther eigentlich nicht, den sie mir bei jedem leidenschaftlichen Kuss in den Mund hauchte. Ich war schon high genug, wenn sie in meiner Nähe war. Sie verbrachte den größten Teil der Party damit, ihre Hand um meine zu legen und ihren Körper gegen mich zu pressen. Und danach fingen wir an, miteinander auszugehen. Ich nahm jedenfalls nichts von dem Zeug und wurde nur high, wenn wir uns küssten, nachdem sie es genommen hatte. Sie nannte es Ätherhopping und freute sich, wenn sie mir bei jedem Kuss den Rauch in den Mund hineinschob. Wir begannen uns jedenfalls sehr nahe zu kommen und als wir mehr und mehr Zeit miteinander verbrachten, versuchte ich mein Studium mit dem Rausch meiner ersten Freundin unter einen Hut zu bringen. Ich war immer mit diesen Hausarbeiten oder Essays beschäftigt, als dass ich Zeit für eine Gefährtin gehabt hätte. Mit Tabitha fühlte ich mich jedoch glücklich, weil sie mich ablenkte und mich mit ihrer Gegenwart erfüllte. Schließlich schlossen wir das College ab und zogen in unsere erste eigene Wohnung. Sie bekam einen Job als Kolumnistin für eine Zeitschrift und ich begann als Architekt in einem Büro in der Stadt zu arbeiten. Das Geld war gut. Wir verdienten beide genug, um die Dinge zu tun, die wir liebten und fanden reichlich Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Tabitha hatte ihren Drogenkonsum unter Kontrolle und ich hatte mir das bisschen Sucht, das ich hatte, abgewöhnt. Tabitha war genug für mich und ich hoffte, dass ich genug für sie war. Ich war ja so naiv. Wir waren schon ein paar Jahre zusammen, als sie anfing, wieder in eine Spirale zu geraten. Sie sagte, dass sie besser schreiben würde, wenn sie auf Äther war. Sie schrieb mit Sicherheit mehr, aber wahrscheinlich nicht besser und die Zeitschrift, für die sie arbeitete, begann ihre Artikel zurückzuweisen, weil sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren. Das machte sie jedoch nur selbstbewusster und veranlasste sie, mehr zu schreiben. Als das Geld jedoch ausblieb, schien sie immer noch einen Weg zu finden, Äther zu bekommen. Sie hat mich jedoch nie um Geld gebeten, aber ich konnte erkennen, dass sie sich von Tag zu Tag hangelte und nur nach dem nächsten Schuss suchte. Im Nachhinein hätte ich erkennen müssen, was vor sich ging. Sie begann für längere Zeit wegzubleiben und kam immer müde und gereizt nach Hause. Sie wurde distanziert und streitsüchtig. Wenn ich sie jedoch damit konfrontierte, wurde sie schnell aggressiv und fing an zu schreien. Ich weiß nicht, was ich mit ihr in dieser Zeit hätte machen sollen. Sie war weit von der Tabitha entfernt, in die ich mich verliebt hatte, und ich wusste nicht mehr, was ich gegen diesen giftspuckenden Dämon noch machen konnte. Nach jedem größeren Streit versöhnten wir uns jedoch wieder und sie sagte, wie leid es ihr tat und dass sie es nie wieder machen würde. Das ganze Erlebnis wiederholten wir jedoch ein paar Wochen später wieder aufs Neue. In der Nacht, als sie mit den blauen Flecken nach Hause kam, bin ich jedoch wirklich ausgerastet. Wir stritten uns, ein Schreikampf, wie wir ihn noch nie hatten, woraufhin sie aus der Wohnung stürmte. Ich hörte, wie ihr Auto ansprang und kurzerhand den Parkplatz verließ. Ich saß einfach in unserer Wohnung und überlegte, was ich tun sollte. Schließlich bin ich ihr gefolgt. Ich hatte mir oft Sorgen gemacht, dass ihr Drogenkonsum sie außer Kontrolle geraten lassen könnte. Also hatte ich ein Programm auf ihrem Handy installiert, mit dem ich ihren Standort von meinem Telefon aus verfolgen konnte. Ich weiß, dass sich das sehr invasiv anhört, aber ich hatte Angst, dass sie sich verirren oder verletzen könnte und ich sie dann schnell finden müsste. Äther gefährdet ziemlich stark die Gesundheit und der Gedanke, sie an einen Herzinfarkt oder ähnliches zu verlieren, verletzte mich sehr. Ich wünschte mittlerweile jedoch, dass ich sie einfach hätte gehen lassen. Ich bin ihr in meine alte Nachbarschaft und zu dem Haus von Onkel Randy gefolgt. Ihr Auto war draußen. Als ich näher kam, hörte ich bereits ein leises Geräusch aus dem Wohnzimmer. Das Licht war zwar ausgeschaltet und die Wohnzimmervorhänge zugezogen, aber sie wurden von dem Schein eines Fernsehers erhellt. Die Tür war angelehnt und eine ihrer lila Turnschuhe stand auf der Schwelle. Als ich die Tür aufstieß, konnte ich Tabithas berauschendes Stöhnen hören und ahnte, was dort vor sich ging. Randall war ihr Lieferant. Als sie nicht mehr bezahlen konnte, hatte sich auf andere Weise an ihr bereichert. Und nun war sie in seinem Wohnzimmer und bezahlte mit der einzigen Währung, die sie noch hatte. Ich würde nun gerne sagen, dass ich in Wut geriet, aber das tat ich nicht. Ich würde auch gerne sagen, dass ich ohnmächtig wurde, aber das war nicht der Fall. Ich kann mich kristallklar an alles erinnern. Ich öffnete den Kleiderschrank und holte das Gewehr heraus, das ich noch aus meiner Kindheit kannte. Es war geladen, wie immer, und
Onkel Randy hat es so sauber und geölt gehalten wie an dem Tag, an dem er mir das Gewehr als Siebenjähriger gezeigt hatte. Er sagte mir, es sei für böse Menschen, die mir etwas antun wollten. Er sagte mir, es sei aber kein Spielzeug und ich niemals eine Waffe auf jemanden richten sollte, den ich nicht wirklich tot sehen wollte. Eine Lektion, die ihm an diesem Tag zum Verhängnis wurde. Tabitha schrie auf, als sie mich in der Wohnzimmertür stehen sah. Kurz zuvor hatte sie noch gelächelt, als sie auf seinem Schoß gesessen und sich auf ihm gewunden hatte, aber nun war jegliches Blut aus ihrem Gesicht gewichen. Sie sah aus wie die Leiche, zu der sie bald werden würde. Randy drehte seinen Kopf, der schmierige Pferdeschwanz hinterher. Er sah mich überrascht an, als ich die Schrotflinte auf die beiden mit einer kalten Maske der Gleichgültigkeit richtete. Tabitha sagte meinen Namen, murmelte ihn einmal, bevor sich auf ihrer makellosen Brust einige Blutspritze befanden und der Schuss sie in eine steinige Landschaft aus Blut und Eingeweiden verwandelte. Randy sagte nichts. Der erste Schuss hatte direkt seine Schädeldecke aufgebrochen und er war auf der Stelle tot. Während sie auf ihm lag und Tränen in den Augen hatte, rang sie um ihren Atem. Sie sah mich mit ihren Augen an, als wollte sie sagen, was hätte ich denn sonst tun sollen? Aber ich hatte keine Antwort für sie. Ich ließ die Waffe einfach auf den heruntergekommenen Teppich fallen und ging auf die Veranda, um auf die Polizei zu warten. Ich war nicht bei ihr, als sie starb. Ich hielt sie nicht in meinen Arm und sagte ihr nicht, wie leid es mir tat. Ich saß nur auf der Veranda und hörte zu, wie sie ihre letzten Atemzüge ausstieß, bis sie durch das Geräusch der sich nähernden Polizeiautos übertönt wurde. Ich wurde im Alter von 22 Jahren wegen Doppelmordes verurteilt. Ich bekam 2x lebenslänglich und werde die Außenwelt nie wiedersehen. Obwohl ich das vielleicht doch noch tun werde, denke ich. Ich weiß nicht, wie alt ich sein werde, wenn das Programm mir ein Angebot macht. Das ich getroffen hatte, war alt, aber jeder über 20 ist für einen 8-Jährigen alt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er irgendwo in seinen 40ern gewesen sein musste, aber das ist nur eine Vermutung. Er sagte mir, dass ich seit 20 Jahren im Gefängnis gesessen hätte. Ich schätze, das ist eine Tatsache, die in Stein gemeißelt ist. Wenn ich also in meiner Zelle sitze, denke ich oft darüber nach, was mein zukünftiges Ich zu mir gesagt hatte. Jemand hat gesehen, wie ich dich von der Straße geholt habe. Zumindest war das beim letzten Mal der Fall. Das bringt mich zu der Annahme, dass er das Gleiche als Kind auch erlebt hatte. Vielleicht gehe ich immer wieder zurück und versuche mich selbst zu warnen und vielleicht scheitere ich dabei immer wieder. Was, wenn mein Leben nur eine Schleife ist, in der ich immer wieder versuche, mich davor zu bewahren, in Randys Wohnzimmer zu marschieren und mein Leben zu ruinieren? Wie lange läuft diese Schleife denn schon? Was würde passieren, wenn ich versuchen würde, sie zu schließen? Würde ich einfach aufhören zu existieren? In manchen Nächten liege ich auf meinem Einzelbett, starre auf die Kakerlaken, die über die Decke krabbeln und denke an die Menschen, die mich an diesen Punkt gebracht haben. Meine Mutter, mein Vater, meine Großeltern, Jace, Tabitha, Onkel Randy. Und ich weiß irgendwie, was zu tun ist, während sie alle gedanklich an mir vorbeischauen. Wenn sich mir die Möglichkeit bietet, in die Vergangenheit zu reisen, werde ich mir selbst wohl nichts erklären. Vielleicht ziehe ich einfach die Pistole aus der Tasche und erschieße mich, während ich wie angewurzelt auf dem Beifahrersitz hocke und abwarte, was als nächstes passiert. Ich habe gute 20 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, denke ich. Genug Zeit, um die Feinheiten meines eigenen Mordes auszuarbeiten. Hey Leute, vor ein paar Nächten erlebte ich wohl das Gruseligste und Verstörendste, was mir je passiert ist. Aber lasst mich zuerst ein wenig über mich selbst erzählen. Keine Sorge, es ist relevant für die Geschichte. Ich lebe mit meinen Eltern und meiner 5-jährigen Schwester in einem kleinen Dorf südlich der schottischen Grenze. Unser kleines Haus steht am Ende einer Sackgasse. Das Haus selbst ist nicht sonderlich alt. Ehrlich gesagt scheint es sogar sehr modern verglichen mit den viktorianischen Pubs und den ganzen Renaissance-Hütten, die entlang der gepflasterten Straßen meines Geburtsortes stehen. Es ist ebenfalls wichtig, dass ihr wisst, dass die Rückseite des Hauses an einen ziemlich großen Wald angrenzt. Er erstreckt sich über gute 8 Kilometer. Aber viel gibt es dort nicht zu sehen.
ein paar Fischgewässer und einen Wanderweg, der einen in die nächste Stadt führt. Ich bin übrigens 19 Jahre und den Sommer über zu Hause, nachdem ich mein erstes Jahr an der Uni überstanden habe. Wie viele andere fing ich in meinem ersten Jahr an, Marihuana regelmäßig zu konsumieren und leider brachte ich diese Angewohnheit mit nach Hause. Natürlich wissen es meine Eltern nicht, also muss ich vorsichtig sein und rauche nur nachts im Garten, wenn sie schlafen. Wie ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen könnt, kann es hier draußen ziemlich unheimlich bei Nacht werden. Aber nach den ersten paar Zügen vergesse ich meistens, wie gruselig es eigentlich ist. In dieser speziellen Nacht aus irgendwelchen Gründen jedoch nicht. Ich konnte dieses Gefühl einfach nicht abschütteln, also entschied ich mich, nach einer Weile meine Kopfhörer rauszunehmen. Es war still. Totenstill. Ich weiß, das klingt wie ein Klischee, wie in vielen anderen Geschichten, aber es war, als hätte jemand buchstäblich den Mute-Knopf für die Realität gedrückt. Ich konnte die Bäume sich klar im Wind bewegen sehen, aber sie machten dabei keine Geräusche. Mich tat es damit ab, dass ich wohl zu high gewesen sein musste, vor allem nach einem sehr gut aussehenden Bad, das ich zum ersten Mal probierte. Dennoch war mir etwas unwohl, nichts zu hören, also war ich etwas aufmerksamer als gewöhnlich, was meine Umgebung betraf. Es war nach ungefähr 5 Minuten. Meine Augen hatten sich komplett an die Dunkelheit gewöhnt, als ich ihn sehen konnte. Er stand einfach zwischen den Bäumen, in die Ferne starrend. Ich glaube nicht, dass er mich bemerkt hatte. Schau, ich werde euch nicht erzählen, dass er eine Art grotesker, gesichtsloser, riesiger Mann war, denn das war er nicht. Ich konnte wirklich keine Besonderheiten an ihm ausmachen. Er schaute bei aller Ehrlichkeit vollkommen normal aus. Sein gebeugter Rücken und sein dünnes weißes Haar deuteten jedoch darauf hin, dass er ziemlich alt gewesen sein musste. Und abseits davon winkte er. Seht, ich bin ein sehr rational denkender Typ. Und in meinem Dorf gibt es einige oft demenzkranke, spezialisierte Einrichtungen. Ich nahm also an, dass er dort irgendwie ausgebüxt war und sich nun im Wald verlaufen hatte. Was jedoch nicht erklärt, warum ich einfach nichts hören konnte und weshalb dieser Typ winkte. Jedenfalls konnte ich einen armen, alten, verwundbaren Mann nicht allein nachts im Wald umherirren lassen, also beschloss ich, mich ihm zu nähern. Und das war ein Fehler. Als ich begann aufzustehen, schnappte sein Kopf direkt in meine Richtung. Er konnte mich unmöglich gehört haben. Aber seinem Kopf folgte recht schnell sein Körper. Bevor ich mich versah, raste er in meine Richtung und war dabei schneller, als es für einen so alten Mann hätte möglich sein können. Innerhalb von ein paar Sekunden war er schon über den Zaun drüber. Während er auf mich zurannte, winkte er dabei mit seinem linken Arm langsam weiter, was ein ziemlich krasser Kontrast zu seinem restlichen, sich recht schnell bewegenden Körper war. Ich ließ daraufhin meinen Joint fallen und rannte schnell zurück durch die Glastür ins Haus hinein, aber meine Schlüssel hatte ich draußen liegen lassen. Bam! Ein starker Schlag wanderte durch das Glas, als der Mann in die Tür krachte. Er wiederholte dies einige Male, bis er aufzugeben schien. Obwohl der Mann nur ein paar Zentimeter von mir entfernt stand, konnte das Licht von innen gerade so seine Umrisse erkenntlich machen. Ich konnte also keine näheren Eigenschaften an ihm ausmachen, lediglich seine Silhouette. Und dann sah ich mit Schrecken, wie sein Kopf in Richtung der Schlüssel am Boden schnappte und dann wieder zurück zu mir. Er wusste, dass die Tür nicht verschlossen war. Noch immer winkte er mit seinem linken Arm wie bescheuert, aber dann fing er mit dem anderen an, am Türgriff zu zerren. Erst langsam, dann fester. Meine Handknöchel wurden weiß, während ich mit all meiner Kraft dagegen hielt. Dieser Mann, nein, dieses Ding war nun dabei, mit einer irren Kraft am Griff zu ziehen. Es konnte physisch nicht möglich sein. Er war abnormal stark. Es war unmöglich, dass dieser schlaksige, gebrechliche Körper in der Lage war, solch eine Kraft auszuüben. Ab diesem Zeitpunkt war ich mir ziemlich sicher, dass es sich nicht um einen Menschen handeln konnte. Ich weiß nicht, wie ich es schaffte, aber irgendwie stoppte ich dieses Ding davor, die Tür zu öffnen. Nach den wohl längsten 30 Sekunden meines Lebens stoppte es, am Griff zu zerren und machte einen unmenschlich langen Ausfallschritt nach hinten. Es war für mich unglaublich verstörend, es sich bewegen zu sehen. Danach stand es nur noch da und winkte mir zu. Zu diesem Punkt war ich ein nervöses Wrack, krampfartig in der Terrassentür schluchzend und immer noch den Türgriff in beiden Händen haltend. Ich konnte nicht aufhören, dieses Ding anzustarren. Ich bin mir sicher, dass es wusste, dass es ganz genau wusste, dass ich nirgendwo hingehen konnte. Ich durfte schließlich nicht riskieren, den Türgriff loszulassen, um die Ersatzschlüssel zu holen, während dieses Ding nur ein paar Meter von der Tür entfernt stand.
Da nun meine anfängliche Panik vorüber war, versuchte ich einen etwas besseren Blick auf mein Gegenüber zu bekommen. Es stand jedoch weit genug vom Haus entfernt, dass ich auch in diesem Moment keine Besonderheiten an ihm ausmachen konnte. Er war nur eine schwarze Silhouette, die wie ein Uhrwerk mit ihrem Arm hin und her winkte. Für eine gefühlte Ewigkeit starrte ich es an. Als ich blinzelte, war es weg. Einfach so. Diese ganze Erfahrung war mehr als genug, um mich an meiner geistigen Gesundheit zweifeln zu lassen. Nachdem ich sicher gegangen bin, dass dieses Ding endlich verschwunden war, schnappte ich mir schnell die Ersatzschlüssel, verschloss die Tür und zog mich in mein Zimmer zurück. Die anderen Schlüssel mussten bis zum Morgen draußen bleiben. Es gab nichts auf Erden, das mich dazu gebracht hätte, einen Fuß nach draußen zu setzen. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, konnte ich in dieser Nacht nicht viel schlafen. Meine Gedanken rasten einfach zu sehr. Was war das für ein Ding und war es überhaupt menschlich? Und wie konnte es so verdammt schnell sein? Gegen 4 Uhr morgens schaffte ich es, ein wenig einzudösen. Bei den ersten Sonnenstrahlen stand ich jedoch wieder auf, um den Garten zu untersuchen und den halbgerauchten Joint zu entsorgen. Mit Entsetzen musste ich feststellen, dass die Schlüssel weg waren. Daraufhin erzählte ich alles meiner Mutter, was in dieser Nacht passiert war, aber sie glaubte mir nicht ein Wort. Ich flehte sie an, die Schlüssel wechseln zu lassen. Irgendwann stimmte sie zu, wenn ich dafür aufkommen würde. Es kostete mich zwar all meine Ersparnisse, aber ich war kurz vor dem Durchdrehen. Ich hätte jeden erdenklichen Betrag gezahlt, um meinen Seelenfrieden zu haben und zu wissen, dass dieses Ding keinen Zugang zu unserem Haus hatte. Jedenfalls bin ich dankbar dafür, dass der Schlüsseldienst noch am selben Tag kam, denn ich könnte schwören, dass gestern Nacht etwas versucht hatte, die Türen aufzuschließen. In Ordnung. Ihr Körper lag also vor meinen Füßen, während Blut aus ihrer Wunde auf den Boden tropfte. Nun, ich würde nicht sagen, dass dies ein normaler Tag für mich war. Wie es dazu kam, dass eine Leiche auf meinem Fußboden lag? Um das zu erklären, müsste ich mit den Ereignissen ein wenig zurückgehen, aber ob das so klug wäre? Naja, vielleicht ist es das Beste, was ich machen kann. Unsere Stadt war schon immer sehr ruhig. Nicht, dass es hier keine Dramen gegeben hätte, über die getratscht wurden. Das passierte sogar des Öfteren. Die Art von Ruhe, die ich meine, ist die, dass es so gut wie keine Kriminalität gab. Keine Diebstähle, keine Toten, keine Morde, nicht einmal Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den Straßen. Unsere Stadt war schon immer so. Zumindest bis vor kurzem. An einem Bach in der Nähe unserer Schule wurde ein Mädchen gefunden. Ihr letztes Gespräch führte sie mit ihrer Mutter. Sie sagte ihr, dass sie noch einen kurzen Spaziergang machen würde. Aber sie ist nie zurückgekehrt, was ihre Mutter dazu veranlasste, die Polizei zu rufen, die ihrer üblichen Strecke folgten, nur um sie abseits des Weges neben dem Bach zu finden. Mit ausgestreckten Händen lag sie dort und griff ins Wasser, so als würde es dort eine Rettung vor dem geben, was sie getötet hatte. Meine Theorie ist, dass sie von einer Art wilden Tier erwischt wurde. Immerhin, ich habe ja gerade erzählt, wie ruhig unsere Stadt ist, oder? Wie auch immer. Ihre Wunden waren jedoch alles andere als normal, was anschließend eine Untersuchung durch die Polizei veranlassen sollte. Oder? Nope. Ihr Fall wurde der Presse vorenthalten und alle Zeitungen, die bereits die Nachrichten ihres Todes enthielten, wurden aus den Geschäften beschlagnahmt. Nur die Leute, die bereits eine Zeitung gekauft hatten, durften sie behalten. Jedenfalls verschwand auch ihre Mutter kurz darauf und ihr Haus steht schon seit einiger Zeit leer. Ich schweife etwas vom Thema ab. Dies war nur der erste Vorfall und die Leute dachten nicht besonders viel darüber nach. Sie bauten eine kleine Gedenkstätte auf und beerdigten sie kurzerhand. Danach schienen sich die Dinge wieder zu normalisieren. Nun, eine Änderung gab es. Die Ausgangssperre wurde auf eine frühere Uhrzeit gelegt, was wir aber auch erwartet hatten. Schließlich hatte das Mädchen zu ihrem Todeszeitpunkt die alte Ausgangssperre verletzt. Die Nächte nach ihrem Tod waren so ruhig, dass es mich fast störte. Ich kannte sie nicht allzu gut, aber ich hatte sie oft in unserer Schule gesehen. Daher tat es weh, von ihrem schmerzlichen Ableben zu hören, dessen Details ich nie erfahren werde. Nachts hörten die Menschen hinter ihren verschlossenen Türen ein Klopfen und das leise Echo einer Mädchenstimme.
Diejenigen, die ihre Tür öffneten, wurden mit... Ah, du hast mich erwischt. Niemand weiß, was passierte, denn sie sind alle gestorben. Bitte beachte, wie ruhig ich bin, obwohl es mich doch aufbringen sollte, so über den Tod zu reden. Die nächsten paar Todesfälle ereigneten sich bei den Leuten, die der Stimme des Mädchens die Tür öffneten. Zeugen berichteten, dass die Stimme sehr nach dem Mädchen klang, das vor einigen Nächten umgebracht wurde. Als das Klopfen endlich mein Haus erreichte, öffnete ich selbstverständlich nicht die Tür. Vor allem, weil ich allein zu Hause war. Meine Eltern waren auf einer Reise und riefen mich ständig an, seitdem sie von den Ereignissen in der Stadt erfahren hatten. Die Todesfälle und deren Umstände wurden der Öffentlichkeit zwar nicht bekannt gegeben, aber eine Information rutschte durch. Den Leichen wurde ihr ganzes Blut ausgesaugt, sodass sie ganz verschrumpelt wie Rosinen aussahen. Lecker. In den folgenden Tagen saß ich in meinem Zimmer und schrieb mit meinen Freunden oder zockte am Computer. Ich hatte nichts anderes zu tun, da mein Schulunterricht nur noch online gehalten wurde und es mit der strengen Ausgangssperre immer schwieriger wurde, nach draußen zu gehen. Eines Nachts verbrachte ich ein paar Stunden bei einem Online-Call mit meinem Kumpel Andrew. Unser Gespräch verlief ungefähr so. »Hast du den Boss schon besiegt?«, fragte er mich. »Nein, aber fast, glaube ich«, sagte ich, streckte meinen Rücken und lauschte einem leisen, knackenden Geräusch. »Nun, wenn du fertig bist, würde ich dir gern jemanden vorstellen. Ich bin mir sicher, dass sie dir gefallen wird.« Ich konnte Andrews Lächeln vor meinem inneren Auge sehen. »Ja, sie ist die Außenseiterin, die fast immer allein in der Schule herumgesessen hat. Sie hat mich vor kurzem wegen der Ausgangssperre angeschrieben. Ich bin fast erleichtert, dass ich zuerst mit ihr geschrieben habe. Wer weiß, was passiert wäre, wenn sie Colton erreicht hätte«, sagte er, worauf ich jedoch anfing, den Fokus zu verlieren und nicht weiter zuhörte. Später in der Nacht lud er Emily zu einem Gruppencall ein. Ich habe mich ganz gut mit ihr verstanden. Ihre übliche, ruhige, zurückgezogene Art war einem fröhlichen und lautem Charakter gewichen. Sie schien sich zu amüsieren. »Kann ich mal vorbeikommen?«, fragte sie mich, nachdem Andrew den Anruf beendet hatte. »In einer Zeit wie dieser? Auf keinen Fall«, sagte ich und wollte jede Art von physischer Interaktion vermeiden. Das schien ihr aber nicht sonderlich zu gefallen. »Warum nicht? Ich würde vorsichtig sein«, sagte sie, legte auf und schrieb mir ein paar Tage lang keine Nachrichten. Schreie. Aus dem Haus meiner Nachbarn drangen laute Schreie. Zerriss da etwas? Ein zerfetzendes Geräusch. Daraufhin folgte etwas, das mich kurz an eine Sprinkleranlage erinnerte und die Schreie verstummten. Meine Nachbarn verstummten. Es war der 10. Tag dieser Quarantäne. Die Stadt wurde langsam finster. Niemand verließ mehr sein Haus. Auch meine Eltern antworteten nicht mehr und auch Andrew hörte auf meine Nachrichten zu reagieren. Ich fühlte mich seltsam. Da ich eigentlich ein Einzelgänger bin, fühlte ich mich eigentlich nie einsam. Ich bin gerne allein. Anscheinend wäre es das, was mich vor dem retten würde, was dort draußen wirklich vor sich geht. Ich kontaktierte einige der Erwachsenen aus der Schule, aber sie sagten mir nur, dass alles in Ordnung sei und die Ausgangssperre sicherlich in Kürze aufgehoben werden würde. Aber schon bald gingen sie nicht mehr ans Telefon und so war ich ganz allein mit meinen Videospielen. Die Tage vergingen und so die Menschen. Dann hörte ich Schritte draußen vor meinem Haus. Ich schaute durch das Fenster und beobachtete, wie einer meiner Lehrer träge vorbeiging und sich langsam umsah. Plötzlich begann mein Telefon zu klingeln. Es war Emily. »Hey!«, brüllte sie in ihr Telefon und mir fielen fast die Ohren ab. »Alles in Ordnung? Siehst du auch die Leute da draußen?«, fragte ich und drehte mich um, den Vorhang hinter mir zu schließen. »Natürlich, ich denke aber, dass alles in Ordnung ist«, sagte Emily. Etwas stimmte nicht. Ich hätte es von dem Moment an wissen müssen, als sie anrief. Das war nicht Emily. Das war jemand, etwas anderes, etwas Fremdes. Dann klopfte es an der Haustür. »Hey, kann ich reinkommen?«, fragte Emilys Stimme. Anscheinend war sie direkt vor meiner Haustür. »Emily, nein«, sagte ich und schluckte schwer. »Hey, kann ich reinkommen?«, fragte sie noch einmal. »Emily, geh nach Hause«, sagte ich und vergewisserte mich, dass die Türen verschlossen waren. »Geh weg von mir, bitte«, hörte ich sie betteln. Ihre Stimme klang ein wenig verzerrt, als sie anfing, gegen die Tür zu hämmern. Ich ließ mein Telefon fallen, ohne den Anruf zu beenden, und trat zurück, als die Tür aufsprang und etwas, das wie Emily aussah, hineinkam. Sie
Sie lächelte, während sie mich ansah, aber mein Instinkt sagte mir, dass ich schleunigst das Weite suchen sollte, was ich dann auch tat. »Komm zurück!« schrie sie und kicherte, als sie mir hinterherjagte. Ihr Körper wurde länger und ihre Knochen knackten, als sie ihre Gestalt veränderte. Kurz darauf kroch etwas Großes mit langen Fingern auf allen Vieren hinter mir her. Während es mich verfolgte, konnte ich hören, wie es schnüffelte und mit einer verzerrten Version von Emilys Stimme sprach. Es rief mir Dinge hinterher, die mir Emily in dieser Nacht am Telefon gesagt hatte. Ich rannte in das Zimmer meiner Eltern und warf die Tür zu. Ich schrie sie an, dass sie damit aufhören sollte, woraufhin sie jedoch begann, meine Stimme zu kopieren. Die Geräusche stoppten und es klopfte an die Tür zum Zimmer meiner Eltern. »Emily, geh nach Hause«, sagte es mit meiner Stimme. Eine perfekte Nachbildung. Ein perfektes Monster. Ich fing an, die Schubladen zu durchsuchen, als es weiter an der Tür klopfte. Ich konnte einfach nicht finden, wonach ich suchte, aber ich spürte, wie sich die Kreatur sammelte und Emilys Stimme noch einmal ertönte. Die Tür sprang auf und ich riss die Pistole, nach der ich gesucht hatte, aus der Schublade. Ich richtete sie auf den Kopf des Dings und drückte ohne zu zögern ab. Der Schuss löste sich und die Kreatur fiel nach hinten, zuckte und kreischte laut. Emilys Körper verzerrte und verdrehte sich, während sie einen langen, blutrünstigen Schrei ausstieß und ihre Bewegungen erschlafften. Seit dieser Nacht bin ich zu Hause und lebe von dem, was ich noch übrig habe. Ich habe aber das Gefühl, dass niemand kommen wird. Ich musste also ihren Körper essen. Hoffentlich ist dort draußen noch jemand. Entschuldigt die Frage, aber vielleicht passiert das ja nur in meiner Stadt. Würde es euch etwas ausmachen, mir zu helfen? Ich brauche wirklich einen Weg raus aus dieser Stadt. Ein paar neue Leute kennenlernen, den Ausblick genießen. Bitte? Ich warte auf eure Ankunft, meine neuen Freunde. Vor all dem war ich ein ganz normaler College-Bursche. Aber ich werde auch nicht um den heißen Brei herumreden. Ich war ein ziemliches Arschloch, wie all meine Freunde. Deshalb beschlossen wir auf dem Rückweg von der letzten Spring Break Party in das Museum einzubrechen. In unseren Köpfen war es nur ein harmloser Streich. Es war schließlich kein riesiges Wissenschaftsmuseum wie das Smithsonian, verstehst du? Es war ein kleines zweistöckiges Gebäude. In ihm wurden verschiedene Artefakte ausgestellt, die den Einheimischen von Bedeutung waren. Das Ganze schien wie eine Zeitkapsel, die all die Erinnerungen an Zeiten enthielt, als diese Strandsiedlung noch für preisgekrönte Seebarschfänge und nicht für betrunkene Partygänger bekannt war. Unser egoistischer Plan, auf den ich überhaupt nicht stolz bin, bestand daraus, hineinzugehen, die Wachsfiguren in den Ausstellungsräumen bis auf die Unterwäsche auszuziehen und sie dann in, anzüglichen Stellungen zu positionieren. Wir konnten also unser betrunkenes Kichern kaum unterdrücken, als wir in der Dunkelheit nach einem Eingang auf der Rückseite des Gebäudes suchten. Insgesamt waren wir zu viert. Larry, Ethan, James und ich. Es dauerte jedoch nicht lange, bis einer von uns das verrostete Schloss an der Hintertür knackte und wir hineinschlüpften. Damals war ich froh, dass das Museum nicht mit einer Alarmanlage ausgestattet war. Heute wünschte ich mir jedoch, dass sie eine gehabt hätte. Dann wären wir vier einfach festgenommen worden, bevor wir in den unbeleuchteten Ausstellungsräumen hätten herumstöbern können. Es war jedenfalls James, der den Lagerraum fand. Hinter einem imposanten Diorama, das einige einheimische Männer im Kampf gegen ein großes Meerestier auf dem Meer zeigte, befand sich eine Falltür. Sie war aus demselben sonnengebleichten Buchenholz gefertigt, wie auch der Rest der Verkleidung des Erdgeschosses. Die etwa ein Dutzend Scharniere auf einer Seite waren sehr klein und nahezu unsichtbar. Ebenso wie die dünne Naht, die zwischen der Luke und dem restlichen Bodenbelag verlief. Wäre James nicht über eine Harpune gestolpert, die Ethan umplatziert hatte, hätten wir sie vielleicht nie bemerkt. So aber blieben wir anderen stehen, als wir seine Stimme vom Boden aufkrakeln hörten. »Leute, da ist eine Falltür«, rief er. Natürlich gingen wir hinunter. Wir brauchten nur 5 Minuten, um ein Fischermesser aus dem 19. Jahrhundert in ein Werkzeug zum Öffnen der Falltür umzuwandeln. Das 4x4 Meter große Buchenholzquadrat hatte weder einen Griff, den wir finden konnten, noch ein Schlüsselloch, das uns hätte schlussfolgern lassen können, zuerst nach einem Schlüssel suchen zu müssen.
Jedenfalls schwang sie ohne Knarren oder Protest auf, fast so, als ob das vergessene und oft ignorierte Museum wollte, dass wir vier lauten, frechen, unausstehlichen College-Idioten uns in seine Tiefen wagten. Die Taschenlampen unserer Handys flackerten eine nach der anderen auf, als wir alle die kühle Luft am Fuße der Leiter erreichten. Das Erdgeschoss wurde zumindest durch die staubigen Fenster vom Mondlicht erhellt, aber der Raum darunter war stockfinster. Es handelte sich um eine Art Treppenabsatz mit einem quadratischen Betonraum ohne erkennbare Beleuchtungsquellen. Ein schneller Scan mit den vier Handytaschenlampen zeigte uns das einzige Merkmal des Raumes innerhalb von Sekunden. Eine Tür an der gegenüberliegenden Wand. Die fette schwarze Schrift auf dem gelben Plastikschild ließ uns nicht lange über den Zweck des Raumes grübeln. Lager. Zutritt nur für das Management. Wir waren, wie gesagt, vier betrunkene Trottel während des Spring Breaks. Vier Trottel, die bereits für eine Reihe von Delikten wie Vandalismus, Einbruch, Betrunkenheit in der Öffentlichkeit und anderen Ordnungswidrigkeiten hätten eingebuchtet werden können. Also wie hätten wir dieses Schild nicht wie eine Herausforderung verstehen sollen? James hatte zwar die Luke zum Keller entdeckt, aber ich war es, der die Tür mit der Aufschrift »Zutritt nur für das Management« öffnete. Larry, Ethan und James standen auf Zehenspitzen hinter mir und grölten aufgeregt, während ich einen Tritt nach dem anderen gegen den verschlossenen Türgriff setzte. Das berauschte Getöse stoppte jedoch in dem Moment, als das Holz um das Schloss herum splitterte und die Tür nach innen aufschwang. Ein knochiges Gesicht starrte auf mich herab. Ich schrie auf, stolperte rückwärts und fiel auf meinen Hintern. Die anderen drei brüllten vor Lachen. Ich blickte auf und schnell ersetzte Wut die Angst in meinem Hals. Die bleichen Zähne und leeren Augenhöhlen gehörten zu einem menschlichen Skelett, einem von der Sorte, die Gelehrte in alten Zeiten zum Studium der Anatomie verwendeten. Der grinsende Schädel schien zusammen mit meinen Freunden aus der Vitrine heraus zu lachen, während ich mich fluchend wieder auf die Beine zog. Total witzig, schnauzte ich, als wir an dem leise lachenden Skelett vorbei in den verbotenen Lagerraum gingen. Während wir tiefer in die Dunkelheit vordrangen, kicherten meine Freunde noch weiter. Doch je mehr wir von den Artefakten, die dem Management vorbehalten waren, mit den Lichtern unserer Handys anleuchteten, desto leiser wurde ihr angetrunkenes Gekicher. Das Heimatmuseum im Stockwerk darüber war beunruhigend, aber es war die Art von Beunruhigung, die man bei schlecht ausgearbeiteten Wachsfiguren, düsteren Gemälden von grauen, stürmischen Meeren und schmerzhaft aussehenden Geräten aus alter Zeit bekommt. Die Beunruhigung, die sich jedoch breitmachte, als wir in einen dunklen Raum eindrangen, der nie für die Betrachtung bei ausgeschaltetem Licht gedacht war, war nochmal etwas ganz anderes. Larry bemerkte das erste Objekt. Es war ein Gemälde. Ich bin kein Experte für Kunstgeschichte, also kann ich nicht sagen, aus welcher Epoche es stammte, aber der Kleidung der dargestellten Figuren mit schäumendem Mund nachzuurteilen, muss es um die Wende des 19. Jahrhunderts gemalt worden sein. Gemeinsam betrachteten wir es eine Weile und sprachen dabei nicht viel. Die acht Männer und Frauen auf der Leinwand waren so lebendig gemalt, dass sie eher aussahen, als wären sie mit Kamera und Objektiv eingefangen worden, als mit Öl und Pinsel. Das machte jedenfalls den Ausdruck in ihren Gesichtern so erschreckend. Jedes Augenpaar war nach außen gewölbt und ragte so weit heraus, dass Adern und Muskeln deutlich sichtbar waren, wo eigentlich Augenlider hätten sein sollen. Ihre knurrenden Lippen waren fest nach hinten gezogen, sodass man jeden Riss und jede schäumende Spalte im Zahnfleisch um ihre gelben Zähne herum sehen konnte. Acht knurrende, gefräßige Gesichter, die um einen Haufen flammender Holzscheiter am Fuß eines Holzpfahles tanzten. Einem Pfahl, an dessen Spitze ein weinendes Kind angebunden war, nur wenige Meter von den Flammen entfernt baumelnd. Aber das war nicht das, was mir ein Kloß im Hals bescherte. Zumindest nicht anfangs. Nein. Das Gebäude, vor dem die verrückten Tänzerinnen und Tänzer ihr Opfer darbrachten, brachte mich erst auf die Idee, dass ich mich irgendwo gewaltig irren könnte. Es war unser Hotel, unser schon oft renoviertes, aber immer noch sehr rustikales und den Wurzeln der Stadt treu gebliebenes Hotel. Das Gemälde hatte weder einen Titel noch einen Rahmen. Es hing einfach an einem verrosteten Nagel und einer schmutzigen Schnur an den Wänden aus Beton. Nach ein paar Minuten erschauderte Ethan und schlug vor, weiterzugehen. Leider gaben die übrigen Exponate der wachsenden Enge in meiner Brust nur noch mehr Anlass, sich festzusetzen. Der Kloß in meinem Hals wurde mit jedem beleuchteten Exponat größer. Mit jeder neuen Kuriosität, die die Museumsleitung dort unten vor den schwachen Gemütern versteckt hielt, wurden die Abstände zwischen meinen Atemzügen immer kürzer. Dort gab es merkwürdige Kreaturen, die keiner von uns erkennen konnte. Ausgestopfte Dinge mit völlig ungewohnten Formen.
Es war eine Menagerie von verdrehten Wesen, die sich nicht an die Gesetze der Natur oder unserer bekannten Biologie hielten. Da war zum Beispiel ein Schwarm von 6 getrockneten Fischen mit jeweils 3 paar Zentimeter langen menschlichen Armen, die an Drähten von einem dünnen Metallgerüst hingen. Es gab auch etwas, das sich nur als Orang-Utan mit verfilztem Fell, ohne Kopf und einem großen Maul anstelle seines Bauches beschreiben kann. Er befand sich auf einem großen Holzsockel, für immer in ein Duell mit einem nashorngroßen Frosch gefangen. Am schockierendsten war jedoch die große, ausgetrocknete Schale einer busgroßen Made mit dem Gesicht eines überdimensionalen Menschenbabys, die an dicken Kabeln von der Decke hing. Wir fanden Dioramen und Gemälde von schrecklichen Taten und Ereignissen, die so detailgetreu waren, dass sie nur aus dem Gedächtnis heraus entstanden sein konnten. Es gab Regale mit staubigen Büchern, Bänder, die in ich weiß nicht was gebunden waren. Büchern mit Titeln wie Ha ha ha, die Kinder bluten, ein Hausfrauenmärchen und die Erleuchtung des Schweigens. Zwischen den Gemälden, Regalen und grotesken Anatomien standen Glasvitrinen mit Werkzeugen und Geräten, deren Konzeption viel zu kompliziert und fortschrittlich schien, als dass sie den Grad an Rost und Korrosion vertragen hätten. Trotz jeder Welle des Schreckens, die mit jeder neuen Monstrosität über mich kam, gingen wir weiter und versuchten uns gegenseitig und uns selbst davon zu überzeugen, dass nichts davon echt war. Wir sagten Dinge wie, das sind sicherlich nur Überbleibsel von einem bescheuerten Kunstprojekt. Sieh mal, da kann man bei dem da drüben schon erkennen, dass es offensichtlich aus Gummi ist. Oder wer auch immer dieses Zeug gemacht hat, muss echt ein ziemlich kranker Typ sein. Diese und viele andere Kommentare trugen jedoch nicht dazu bei, die wachsende Panik in unserem erzwungenen, nervösen Lachen einzudämmen. Wir hatten uns in der erdrückenden Dunkelheit eine halbe Stunde lang quasi selbst traumatisiert, bevor ich es fand. Eine Maske, die allein auf einem Sockel lag, einen halben Meter von anderen albtraumhaften Exponaten entfernt. Ich entdeckte sie zuerst, aber ich wünschte, dass es nicht der Fall gewesen wäre. Wäre einer der anderen der Erste gewesen, der sie im Dunkeln mit dem grellen Licht seines Handys gesehen hätte, wäre er vielleicht auch der Idiot gewesen, der sie aufgesetzt hätte. Sie war völlig leer, bis auf ein halbes Dutzend eckiger Symbole, die vermutlich mit einem Fingernagel tief in die Oberfläche geritzt wurden. Sie hatte jedenfalls keine Augen, Nasen oder Mundlöcher, keine Lücken, durch die der Träger sehen oder hätte atmen können. Sie bestand sogar aus einem Metall, das ich nicht erkannte. Eine dunkle, bläulich gesprenkelte Substanz, die das Licht meines Telefons in einer berauschenden Mischung aus Violett, Orange und Grüntönen auf mich zurückwarf. Beinahe wie ein Ölteppich. Ihre seltsamste Eigenschaft lässt sich jedoch nur schwer in Worte fassen, aber sie wusste, dass ich sie ansah und schien glücklich dabei. Sie wünschte, sich gefunden zu werden und auf eine Art und Weise, die ich nicht erklären kann, ließ sie mich das sehr deutlich wissen. Sie rief nach mir und teilte mir mit unterbewussten Suggestionen mit, dass dies der einzige Zeitpunkt sei, an dem man das Exponat berühren sollte. Ich hielt das Ding schon in den Händen, bevor Larry, James oder Ethan etwas durch den Dunst in meine Richtung schrien. Obwohl die Luft, so tief im Mausoleum der unsagbaren Dinge, eiskalt war, fühlte sich die Maske irgendwie warm an. Ihre permutfarbene Metalloberfläche beruhigte meine Fingerspitzen und lud mich ein, ihre glückselig scheinende Wärme auf meinem Gesicht zu spüren. Ich registrierte gerade eine Hand auf meine Schulter, als ich das samtene Innere der Maske an meine wartenden, lächelnden Züge schmiegte. Sofort wusste ich, dass ich es vermasselt hatte. Als ich die Augen öffnete, war ich nicht mehr in der Abstellkammer. Ich war nirgendwo. Ich schwebte in einer Leere, umgeben von nichts als endloser Schwärze. Nein, ich schwebte nicht. Ich fiel. Es gab keine Luft, aber die Leere kräuselte sich und streifte mein Gesicht, während ich in die Tiefe stürzte. Überall um mich herum war es stockdunkel. Doch als ich mich anspannte, stellte ich zu meinem wachsenden Entsetzen fest, dass es in diesem absoluten Nichts Schattierungen und Töne gab, obwohl das völlig unmöglich schien. Streifen der dunklen Schatten, die Monster unter Kinderbetten verbargen. Flecken von mondlosen Nächten, in denen sich unaussprechliche Dinge herumtrieben. Abgründe der unfassbaren Dunkelheit, die in den Herzen böser Menschen saßen. All diese Schattierungen von Nichts und Meer tanzten und schlängelten sich um mich herum, als ich stürzte, während die Reibung, die in einem Vakuum eigentlich nicht existieren sollte, mir die Haut bei meinem Stoß immer weiter aufriss. Ich fiel in einem lautlosen Schrei, der sich wie Tage anfühlte, als etwas gegen meine Brust schlug und mir den Wind aus den Segeln nahm.
Der Geruch von Seeluft und Fischsalzlösung stieg mir in die Nase. Aus allen Richtungen hörte ich Männer grunzen und schreien. Sie brüllten, um über die Wellen hinweg gehört zu werden. Unter mir war ein fester Boden, Holz, das nass und kalt schien und nach toten Dingen roch, die aus den Tiefen gezogen wurden. Ich war so lange in der vielfarbigen Dunkelheit gewesen, dass ich einige Augenblicke brauchte, um zu merken, dass mein Sehvermögen zurückgekehrt war. Ich stand da, immer noch schreiend. Meine Haut fühlte sich rau an, aber ein eiskalter, regengefüllter Atlantikwind peitschte mir nur entgegen. Ich befand mich auf einem Schiff, demselben Fischerboot wie in dem Diorama vor der Falltür im Museum. Die Fischer waren auch dort. Sie starrten mich an und unterbrachen jede noch so wichtige Arbeit, um den plötzlichen Fremden in ihrer Mitte zu bestarren. Aber sie hatten nicht viel Zeit für ihr Starren. Einer von ihnen schrie und deutete auf etwas hinter mir. Als ich mich umdrehte, wurden meine Schreie von einem neuen, unaussprechlichen Schrecken aus meiner Lunge verdrängt. Der riesige Tentakel des Meeresungetüms im Diorama krachte durch die Takelage über meinem Kopf. Splitter und Scherben pfefferten den Regen, als ich auf meine Knie fiel. Ich jammerte bei dem Anblick dieser Gullideckel großen Saugnäpfe, die mit menschlichen Zähnen vollgestopft waren. Ich war wie angewurzelt, gelähmt vor Angst, als das krakenartige Anhängsel, das so dick wie ein Eisenbahntunnel war, auf mich fiel. Ich schloss die Augen. Der Geruch und die Wärme seines Fleisches waren nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Dann fiel ich wieder. Der salzige Geschmack und das raue Rauschen der Wellen wurden durch das Stechen der rauschenden Dunkelheit ersetzt. Erneut wurde mir die Luft aus der Lunge geschlagen. Diesmal konnte ich Rauch riechen und ein Kind weinen hören. Ich befand mich in dem Gemälde, das Larry gefunden hatte. Die Wärme des Feuers leckte über mein tränenverschmiertes Gesicht, als ich langsam vor den tollwütigen Tänzern zurückwich, die auf mich zustürzten. Sie jaulten und brüllten in einem veralteten, aber noch verständlichen Dialekt, dass mein Kommen ein Zeichen der alten Götter sei. Einer schaffte es, meinen Arm zu packen und zuzubeißen, was eine Narbe hinterließ, die ich immer noch spüre, aber nicht sehen kann. Ich drehte mich, um wegzurennen, und stieß mit einem mürrischen alten Mann zusammen, der eine Leinwand, Pinsel und ein paar Farben in der Hand hielt. Plötzlich stand ich auf einem Feld. Eine Gruppe indianisch aussehender Menschen häuteten gerade dieses kopflose Orang-Utan-Ding, das sie getötet hatten. Sie stoppten, als sie mich bemerkten, standen auf und zeigten in meine Richtung, als sie nach ihren Speeren und Äxten griffen. Bevor sie mir den Schädel spalten konnten, ertönte ein ohrenbetäubendes Quaken. Ein Frosch von der Größe eines Nashorns sprang aus dem Gebüsch und landete auf einem der Eingeborenen. Ein lautes Knacken ertönte im Wind, als seine Wirbelsäule nachgab. Bevor seine Verwandten oder ich jedoch reagieren konnten, wurde ich von einer klebrigen Amphibienzunge mit einer Spitze so groß wie mein Gesicht zu Boden geworfen. Daraufhin wurde ich auch gleich von ihm wieder weggerissen. Meine Fingernägel gruben sich in den Dreck, während ich versuchte, mich mühsam aus dem wartenden Schlund der Bestie zu befreien. Ich stand allein auf einer steppenartigen Ebene. Um mich herum stürmten wilde Pferde. Sie wieherten in Panik. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass sie von einer lebenden Version der babygesichtigen Madenschale aus dem Museum gejagt wurden. Mit ihren spindeldürren Armen fing sie an, sich ganze Pferde zu schnappen und sie in ihr klaffendes, zahnloses Maul zu stopfen. Dann fixierten ihre glasigen, leblosen Augen meine und ich konnte irgendwo in meinem Hinterkopf spüren, wie es eine plötzliche Neugier auf das Neue vor sich bekam. Kniehohe prähistorische Reptilien huschten um meine Füße. Sie waren gerade dabei, einen hüfthohen Obelisken zu bauen, als sie ihre Miniaturwerkzeuge ablegten, um mich zu beobachten, wobei sie sich in einer Sprache aus Silben und Vokalen unterhielten, die ich mit einer menschlichen Zunge wohl nie wiedergeben können werde. Schwefel und Asche verstopften meine Lunge. Ich hörte nichts als das Tosen der tektonischen Urgewalt. Der Himmel war dunkel und rot und bevor meine Augen von einer Rußschicht geblendet wurden, erblickte ich einen Horizont aus Vulkan und Feuersturm. Ich war im Weltraum. Eine spiralförmige Staub- und Trümmerwolke zog sich um mich herum. Irgendwo in der Ferne hüllte das schwache Licht unseres jungen Sterns meine erstickende Gestalt in einen schwachen, orangefarbenen Schein. Ich saß auf einem Stuhl. Eine gleißende Sonne stand über mir, aber sofort konnte ich erkennen, dass es nicht unsere war. Ich zuckte wegen ihrer Helligkeit zusammen und versuchte, meine Umgebung wahrzunehmen.
Der Stuhl stand auf einer völlig ebenen Metallfläche, die mit demselben Perlmutschimmer glänzte wie die Maske. Diese flache Ebene erstreckte sich um mich herum in alle Richtungen, bis sie eine große Wand aus demselben Material erreichte. Sie befand sich wohl tausende Kilometer in der Ferne und war höher als jedes Gebäude, das von Menschenhänden errichtet wurde. Auch die Fesseln und der Stuhl waren anders als alles, was ich kannte. Sie sahen organisch aus und waren gleichzeitig flexibel, doch schienen sie aus derselben starren metallischen Substanz geschmiedet worden zu sein wie der Boden. Ich hatte jedoch nicht lange Zeit, diesen Widerspruch zu verstehen. Dafür sorgte die dröhnende Stimme von den Sternen jenseits dieser fremden Sonne. Ah, gut. Wir hatten uns schon gefragt, wann eure Art bereit sein würde. Die Kraft dieser Stimme raubte mir den letzten Rest an Atem und ich konnte spüren, wie meine Trommelfelle platzten. Und das ist auch der Grund, warum ich mich nicht in der trügerischen Sicherheit verstecken und mir einreden kann, dass dies nie wirklich passiert ist. Denn ich hätte mir den Besitzer dieser atomaren Stimme nie vorstellen oder ausdenken können. Und selbst wenn ich es könnte, konnte mich eine Stimme in meinem Kopf nicht dauerhaft taub werden lassen. Das Ende des ersten Satzes reichte aus, um sicherzustellen, dass ich nie wieder etwas hören würde. Das Rumpeln und Summen jeder Faser meines Körpers verriet mir, dass die Stimme immer noch sprach, als ich aufblickte. Meine Ohren bluteten und ich stieß einen Schrei aus, den ich nicht mehr hören konnte und der, glaube ich, mehrere Tage lang nicht endete. Die außerirdische Sonne war keine Sonne. Es war eine Glühbirne. Eine planetengroße Glühbirne, die an Drähten hing, die so dick waren wie der rote Fleck des Jupiters im Durchmesser. Die flache Metallfläche, auf der ich mich befand, war keine leere Landschaft. Es war eine Petrischale. Der wahre Schrecken kam jedoch, als ich die Bedeutung der wechselnden Konstellationen am Himmel über mir erkannte. Die Sterne hinter der kolossalen Glühbirne über der Schale waren gar keine Sterne. Sie waren Spiegelung. Spiegelung in den Billionen von Augen des galaxiegroßen Wesens, das auf meine unvorstellbar winzige, unbedeutende Gestalt herabschaute. Die Größe des Wesens war so gewaltig, dass ich neben diesen Augen nicht viele Details erkennen konnte. Eine unüberschaubare Anzahl von Pupillen in der Größe von Sternen blinzelte und bohrte sich aus der klaffenden Leere des Raums über mir in mich hinein. Selbst wenn ich den Hals reckte, um direkt nach oben zu schauen, konnte ich nicht das ganze Ausmaß seiner Gestalt erkennen. Dieses Wesen war so kolossal, dass es Äonen gedauert hätte, bis die glitzernden Reflexe aus dem entferntesten seiner Augen die Stelle erreicht hätten, an der ich gegen meine Fesseln ankämpfte. Die stellaren Klüfte zwischen den Augen waren rauchig und gasförmig und doch wusste ich, dass hinter diesen Schwaden, die groß genug waren, um die Milchstraße zu verschlucken, eine riesige kosmische Anatomie verborgen lag. Am großen Rand der Schale, auf der es mich studierte, breitete sich eine Form zu einem Geflecht aus dünnen Ranken aus. Diese unmöglich zu messenden Schwärme uralter Gliedmaßen blähten sich auf und streckten sich nach außen, wobei sie dicke, ölige Wolken bildeten, die sich über der stählernen Tundra zusammenzogen. Das rasende Brummen des Wesens jenseits aller Vernunft hörte jedoch nicht auf, als sich einer dieser Nebel auf mich zubewegte. Die Spitze des Nebels war so groß wie ein Kontinent und ich konnte die Anziehungskraft spüren, die von ihm ausging. Je näher es kam, desto mehr drohte die schiere Kraft, mich aus dem organischen Metallstuhl zu reißen. Ich schrie immer noch, als meine Augen in meinem Schädel zurückrollten, da mein Verstand die Erfahrung nicht mehr ertragen konnte. Ich befand mich wieder im Keller des Museums. Larry, James und Ethan standen über mir. Sie schüttelten mich und sagten etwas, aber ich konnte sie nicht hören. Ich konnte nichts außer einem schrillen Klingeln hören, das alle anderen Geräusche übertönte. Aber es war mir egal. Ich rannte sowohl aus dem Lagerraum als auch vor ihnen weg, aber nicht bevor ich mich bückte, um gut 20 Minuten lang zu kotzen. Ich zitterte, weinte und spürte das Zerren in meinem Hals, das mein Schreien nicht aufgehört hatte. Nach dieser Nacht habe ich nie wieder einen von ihnen gesehen. Ich habe jeglichen Kontakt abgebrochen. Ich habe ihnen nicht einmal eine Nachricht geschrieben, um ihnen das Warum zu erklären. Sie hätten schließlich neugierig werden und die Maske selbst anprobieren können. Ich rannte einfach weinend ins Hotel zurück, packte meine Taschen und verschwand. Ich habe das letzte Geld, das ich besaß, sofort in das erste Ticket zurück nach Hause gesteckt, aber nicht nach Hause zum College, sondern mein richtiges Zuhause. Ich habe daraufhin die Schule abgebrochen und bin wieder bei meinen Eltern eingezogen.
Ich kann mir keine Fotos von dieser Zeit meines Lebens ansehen. Nicht ohne dabei ein zitterndes Häufchen Elend zusammenzubrechen. Selbst mit starken Medikamenten reicht die kleinste Erinnerung aus, um den Rest des Tages abschreiben zu müssen. Oder zumindest war es so. Ich bin mit der Zeichensprache ein wenig besser geworden, sodass ich so ein wenig Selbstvertrauen zurückgewinnen konnte. Jedenfalls habe ich mittlerweile wohl genug, um mich zum ersten Mal zu trauen, alles aufzuschreiben und zu versuchen, die Erinnerung wieder aufleben zu lassen, während ich sie langsam zusammensetze. Die Länge des Textes lässt wahrscheinlich nicht vermuten, dass ich ganze 5 Monate brauchte, um ihn niederzuschreiben. Ich musste mehrmals aufhören und mich sogar für ein paar Tage in eine Klinik einweisen lassen. Im Nachhinein betrachtet hat es sich aber gelohnt. Es ist endlich aus meinem Verstand draußen. Das ist doch der erste Schritt, oder? Jetzt kann ich den Rat meiner Therapeutin befolgen und versuchen, so zu tun, als wäre es nie passiert. Das sind zwar nicht genau ihre Worte dafür, aber es sind meine. Ich weiß, dass es passiert ist. Das war keine betrunkene Erinnerung, die durch einen psychotischen Anfall verzerrt wurde. Dafür erinnere ich mich an alles viel zu deutlich. Und vor allem, wenn es falsche Erinnerungen sein sollten, warum ist dann heute Morgen ein maskenförmiges Paket vor meiner Tür aufgetaucht, fest eingewickelt in ein zerknittertes Leinwandgemälde, auf dem Wahnsinnige um einen Scheiterhaufen tanzen?